ich kann euch das ja mal einblenden. Ich habe es mal mit dem Handy gefilmt und dann seht ihr, wie ich da reinblas. Also zumindest seht ihr das so ein bisschen. Und jetzt halte ich mal die Fresse. Dann geht nämlich gleich der Feuermelder los. Hier der Rauchmelder hier oben. Ne? Da war ich ordentlich Alarm. Das war morgens um 2:30 Uhr. Ne? Also da war hier in der Hölle die Hölle los. Also. Ja, habt ihr gesehen. Ne? Also echt heftig. Echt heftig, Leute. Aber es hat halt funktioniert. Das war eben das Entscheidende. Und ich also unter Volllast liegen wir bei 1,9 Watt für alle fünf Lüfter. Wunderbar. Sind wir schon durch. Siehst du? So schnell geht das. Also wenn der jetzt schalten sollte, würden die Lüfter überhaupt nicht drehen. Jetzt würden die Lüfter drehen, je nachdem, was ich eingestellt habe an Drehzahl. Hier stelle ich die Drehzahl ein. Aus, ein. Also sagen wir mal, hier vorne kommt der erste Lüfter rein. Mit dem Label natürlich nach oben. Die lege ich hier rein und der liegt jetzt drin. So, das Ganze machen wir jetzt auch für den zweiten Lüfter. Hier oben reinpacken. Und reinlegen. Das Ganze machen wir jetzt auch für den dritten Lüfter. Hier reinpacken und einfach reinlegen. Da passiert überhaupt nichts, wenn er erstmal einmal vernünftig liegt. Dann liegt er. So, jetzt kommt der vierte Lüfter. Und nun kommt der fünfte Lüfter. Den packen wir hier hinten rein. Also alle Lüfter sind jetzt unter der Heizung versteckt. Man sieht nichts mehr von den Lüftern. Die Lüfter sind jetzt unsichtbar verbaut. Ihr seht keine Kabel, gar nichts, weil die Lüfter einfach in dem unteren Bereich drin stecken. Reingeschoben, nach oben geschoben, gekippt und dann liegen sie sozusagen auf diesen Rippen hier vorne und hinten auf. Jetzt hat er abgeschaltet. So, wenn jetzt der nächste Wärmeschub von der Therme kommt, geht das gleiche Spiel wieder von vorne los. Die Wärme fließt hier rein, bis der Sensor seine Schaltschwelle von 33 Grad erreicht. Die Lüfter laufen los und bei 32 Grad schaltet er wieder ab. Das könnt ihr natürlich individuell einstellen. Meine lieben Raucher, Nichtraucher, Dampfer und Tütengaser, ein neues fantastisches Video. In diesem Video geht es um Energie, in diesem Video geht es um Geld sparen. In diesem Video werden wir uns für kleines Geld, also in Anführungszeichen kleines Geld, werden wir uns einen Heizungsverstärker basteln und einen Heizungsbooster basteln. Ich habe hier mittlerweile, ich hatte das in den letzten Videos ja schon angedeutet, im letzten Smalltalk-Part habe ich ein bisschen was dazu erzählt, den habe ich aber rausgeschnitten, der ist nicht bei YouTube erschienen. Der ist nur auf meinem eigenen Server zu sehen. Also ich habe alle Sachen aus China gekriegt, die ich so brauche. Also ist nicht viel. Na, doch, es kommt doch noch ein bisschen was. Moment. In diesem Video. Moment. Perl hat wieder mächtig zugeschlagen. Hier sind Lüfter. Also hier sind ganz leise Lüfter, die kleines Geld kosten. 60 mm. Also, ich muss sie von hinten drehen. 60 mm Lüfter, die wirklich kaum Lärm machen. Und wir werden uns einen Heizungsverstärker, einen Heizungsbooster bauen. Warum, weshalb, da möchte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Kein Smalltalk-Part, vielleicht doch, ganz kurz nur. Wir werden uns ein Bier aufreißen in guter alter Tradition. Weil wir werden hier auch gleich basteln, wir werden hier noch ein bisschen rumbohren. Ihr werdet noch sehen, also das ist quasi die Basis. Also wir werden das alles modifizieren. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch fertig kriege. Wahrscheinlich eher nicht. Aber zumindest werden wir schon mal die vorbereitenden Maßnahmen machen. Und ich werde euch das alles vorstellen, wie das Ganze auch technisch funktioniert. Also kommen wir erstmal zu den Hintergründen. Also jetzt erstmal Prost, ein Warsteiner auf euer Wohl. Ohne Kleckern. Unglaublich. Also was ist hier gewesen? Ich habe hier unten
Also seit dem Bau hier, also in der Hütte hier, habe ich ein Problem. Ihr wisst es ja, also was heißt ein Problem? Also eigentlich habe ich kein Problem, wenn ich hier mit einer anständigen Vorlauftemperatur heizen würde, wie ich eigentlich die letzten 35 Jahre geheizt habe. Aufgrund der hohen Energiekosten, Gas als Beispiel jetzt, aufgrund der extrem hohen Energiekosten, der gestiegenen Energiekosten, bin ich natürlich hier auch ein bisschen am Sparen. Und meine, ihr wisst es ja, 2000, im Herbst 2000, das war im Oktober, glaube ich, ist ja im Herbst 2020 ist ja meine Gasheizung ausgefallen. Die ist installiert worden, also neu hatte ich sie gekriegt, schon die zweite Gasheizung, die ich hier drin habe. Die habe ich damals mal für 2800 installieren lassen von Weiland. Ist das eine Gastherme mit Warmwasserzubereitung für 2800 Euro. So, da ist sie ausgefallen, habe ich nochmal 1100 Euro reingesteckt, Reparaturkosten, aber sie läuft jetzt wieder erst rein. Da war die Pumpe war ein Arsch und irgendein Umschaltventil zwischen Warmwasser und Heizung war nicht in Ordnung. Ja, jedenfalls, bis sie das alles gefunden haben, war ich dann 1100 Euro los. Das meiste waren natürlich die Lohnkosten, ne? Wobei die Pumpe, die hat, glaube ich, auch 300 Euro gekostet, also auch echt teuer, aber das meiste Lohn halt, ne? Ja, jedenfalls habe ich dann in dem Atemzug, da war die Welt noch in Ordnung. Da habe ich dann gesagt, ich bräuchte vielleicht auch mal irgendwann eine neue Therme. Die kratzt jetzt langsam, in 2 Jahren ist sie 20 Jahre alt. Dann will ich sie auch raus haben und gegen ein Brennwertgerät ersetzen. Das ist ja auch eine normale Gastherme, bloß eben mit so einem Brennwertrohr, wo noch aus dem Abgas sozusagen den Rest an Energie noch rauszieht. Irgendwie über Kondens, Wärme, Dingsbums. Keine Ahnung, hydraulischer Abgleich habe ich ja auch nicht. Dann würde hier ein hydraulischer Abgleich fällig an den Heizkörpern, und da habe ich mir einen Kostenvoranschlag geben lassen. 2 Kostenvoranschläge, die lagen beide so um die 8.500 Euro. Da dachte ich, ihr seid doch plan. Also ich zahle doch nicht für eine Gastherme, also die ich sozusagen 1:1 austausche, nur mit diesem Brennwert-Scheiß noch drin, das quasi vierfache wie vor 20 Jahren. Also das ist mir einfach zu teuer. Also 8.500 Euro zahle ich nicht. Dann kam natürlich, also da war dann schon die Idee, warte mal, ich teste das jetzt mal an, dass ich vielleicht einen anderen Energieträger nehme. Da war das Gas noch relativ günstig. Jetzt kam ja noch der Krieg dazwischen, hier Gas und Fossil und bla, da will die Bundesregierung ja weg von. Und das ist ja auch alles in Ordnung so. Und meine Idee war jetzt, die Gastherme einfach komplett rauszurupfen und gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Das ist ein bisschen problematisch, das Haus hier ist Baujahr 88 und, also komme ich jetzt gleich zu, das Ganze könnte ein bisschen problematisch werden. Um das auszuprobieren, würde eine Wärmepumpe effizient genug funktionieren, um das Haus hier warm zu bekommen, muss man die Vorlauftemperatur runterregeln. Die habe ich sonst immer zwischen, die lief schon nicht sehr hoch, also ging, zwischen 55 und 57 Grad, irgendwie so habe ich die Vorlauftemperatur mal eingeregelt. Und so lief das hier und die Buden wurden warm. Ne? Auch das Zimmer hier wurde warm, ganz, ganz wunderbar. Also da gab es überhaupt keine Sorgen bei den hohen Vorlauftemperaturen. Bloß mit so hohen Vorlauftemperaturen, 55 bis 57 Grad, kann eine Wärmepumpe einfach nicht effizient genug arbeiten. Also habe ich dieses Jahr für mich den Fokus darauf gesetzt, dass ich die Vorlauftemperatur um 13 Grad runterregel, auf zwischen 45 und 48 Grad versuche, in diesem Rahmen die Vorlauftemperatur des Heizkörpers zu betreiben. Funktioniert wunderbar. Selbst mit dieser geringen Vorlauftemperatur kriege ich im Grunde genommen die Bude warm, bis auf dieses Zimmer. Das Zimmer kriege ich jetzt auch warm, wenn draußen die Außentemperaturen eigentlich im Plusgrad verweilen. Aber wir hatten im Dezember zum Beispiel bis zu minus 8 Grad und da ist die Bude hier richtig ausgekühlt. Das hat die Heizung einfach mit der Vorlauftemperatur nicht geschafft. Muss ich die Vorlauftemperatur ein bisschen hochstellen. Dann dachte ich mir, das war nur in diesem Zimmer. Sonst funktionierte das mit der Vorlauftemperatur auch bei minus 8 Grad. Das heißt also, das Gebäude ist energetisch gar nicht so schlecht. Der Spitzboden ist von mir mal gedämmt worden. Okay, schon 35 Jahre her, entspricht wahrscheinlich nicht mehr dem Standard. Der Spitzboden ist oben gedämmt worden und hier sind ja neue Fenster reingekommen vor ein paar Jahren, neue Velux-Fenster. Da habe ich festgestellt, durch diese neuen Velux-Fenster, die sind schon zum Vergleich zu den alten Velux-Fenstern, die vorher hier drin waren, eine ganz andere Hausnummer. Die sind wirklich dicht und sie halten wirklich gut die Temperatur. Also durch die Fenster entweicht nicht so viel Temperatur, obwohl sie nur doppelt verglast sind. Also es ist wirklich war schon ein Quantensprung. Das habe ich sofort gemerkt, wo nachher die hier oben im ersten Stock alle Velux-Fenster ausgetauscht worden sind gegen neue Velux-Fenster. Also ich habe hier unten im ersten Stock und im zweiten Stock oben alle Fenster austauschen lassen, ist dann ein Abwasch, und gegen neue Velux-Fenster doppelt verglast austauschen lassen. Also wirklich ganz, ganz toll, diese Fenster. Also bin ich sehr, sehr begeistert. Also das hat schon ein bisschen was gebracht, energetisch. Aber bei minus 8 Grad draußen habe ich eben das Problem, dass ich die Bude mit der Vorlauftemperatur von, sagen wir mal, 48 Grad, ich kriege die Bude hier nicht warm. Und überall anders kriege ich die Bude warm, weil Riesenheizkörper, gerade Parterre, Riesenheizkörper verbaut worden sind, mehrere Heizkörper. Und das funktioniert, dadurch ist die Fläche natürlich größer. Das funktioniert ganz gut. Hier oben habe ich einen Heizkörper, der ist 50 hoch,
und 1,10 Meter, ja, 1,10 Meter lang. Ich kann ihn euch ja mal zeigen. Und der packt das einfach nicht. Ich zeige ihn euch mal. Bevor wir gleich zu einer Lösung kommen, wie ich das Ganze jetzt technisch löse. So, also ihr könnt hier vielleicht sehen, hinter dem Blümchen ist dieser Heizkörper. Das ist ein Typ 22 Heizkörper, also mit ein Flächenheizkörper sozusagen, mit zwei Flächen, einmal eine Fläche vorne und einmal eine Fläche hinten. Na, die Fläche hinten sitzt ziemlich dicht an der Wand, weil ich dann natürlich auch, ja, da bin ich natürlich dicht an die Heizung angekommen, durch die Unterkonstruktion und durch die Paneele. Also sie heizt im Grunde genommen nur durch Konvektion und durch den Flächenheizkörper hier vorne. Der Flächenheizkörper hier vorne bringt 30% der Energie, die in den Heizkörper reingeht, und die Konvektion bringt 70% an Energie in den Raum. So. Also dieser Heizkörper ist für diesen Raum ein bisschen unterdimensioniert und packt es einfach bei der Vorlauftemperatur bei stark Minusgraden draußen nicht, die Bude hier richtig warm zu bekommen. Also so 18, 19, sagen wir mal 19 Grad max, eher 18 Grad, aber ich würde ganz gerne schon manchmal 20 Grad präferieren. 18 Grad ist mir hier dann auch ein bisschen zu fröstlich, manchmal 17 Grad oder sowas. Also wenn draußen, wo draußen minus 8 Grad waren, ist das hier richtig runtergedroppt. Und dann hat die Heizung natürlich versucht, gegen anzuheizen mit der geringen Vorlauftemperatur und hat es einfach nicht geschafft, den Raum so warm zu bekommen, dass man sich wohlfühlt. Das war mir fast ein bisschen zu frisch hier. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, was gibt es denn noch für Lösungen? Was würde denn passieren, wenn hier eine Wärmepumpe eingebaut wird? Dann guckt sich der Installateur hier die ganzen Heizkörper an und sagt für diesen Raum, der ursprünglich mal, warum ist der Heizkörper so klein? Das kann ich euch auch erzählen. Dieser Raum war ursprünglich mal kleiner geplant. Und dann habe ich in der Bauphase habe ich gesagt, ich möchte die Wände, also normalerweise wären hier nochmal 5 Quadratmeter weniger gewesen, ich möchte die Wände weg haben und hier eine Tür haben, direkt zum Flur, und dann habe ich dadurch einen größeren Raum. Das wäre normalerweise, war das mal angedacht als Schlafzimmer, als Elternschlafzimmer sozusagen. Und das ist ja dann auch nicht unbedingt groß. Da reicht dann ein Heizkörper auch aus, insbesondere weil es ja als Schlafzimmer angedacht war. Dann habe ich in der Bauphase gesagt, pass mal auf, ich möchte die Wand versetzt haben, hier vorne hin, dass es ein größeres Zimmer ist mit, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter habe ich hier, 23 Quadratmeter, irgendwie so, dass ich einen 23 Quadratmeter Raum habe. Würde mir ganz gut passen. Aber da ist nicht bedacht worden, wenn der Raum größer wird, bräuchte man ja eigentlich auch einen größeren Heizkörper. Zu damaligen Zeiten, wie gesagt, mit der höheren Vorlauftemperatur hat das immer noch alles gepasst. Wie gesagt, der Raum ist warm geworden. Aber jetzt eben ist es so, großer Raum, kleiner Heizkörper, dann noch eine abgesenkte Vorlauftemperatur, um Gas zu sparen, schafft dieser Heizkörper nicht. Was würde jetzt passieren, wenn jetzt hier eine Wärmepumpe eingebaut wird? Dann guckt sich der Energieberater oder der Installateur, der berechnet jeden einzelnen Raum mit den vorhandenen Heizkörpern und sagt, der Heizkörper schafft das nicht, der ist zu klein, der müsste mehr Volumen, also der müsste größer sein, damit eben mehr Luft und müsste auch breiter sein, damit eben mehr Fläche da ist, um die Luft per Konvektion sozusagen umzuwälzen. Die Konvektion hier, die ist bei 45 bis 48 Grad zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so, dass die Wärme hier komplett umverteilt wird. Wir erinnern uns, ich hatte gesagt, so ein Heizkörper, wenn er heizt, heizt über die Fläche 30% durch Strahlungsenergie und den Rest macht der Heizkörper über Konvektion. Das könnt ihr zu Hause ausprobieren, indem ihr zum Beispiel eure Dampfmaschine benutzt, indem ihr zum Beispiel irgendeine Dampfmaschine benutzt und dann gast ihr mal einen weg. Ich mach's mal. Und dann haut ihr mal unter den Heizkörper, unten haut ihr den Dampf rein und dann seht ihr, wie der Dampf aufsteigt. Ob er langsam aufsteigt, also ganz langsam rausquillt durch den aktiv laufenden Heizkörper, oder ob der da richtig, also hier richtig einen verwirbelt. Ne? Weil das ist nämlich so, bei der Konvektion, unten steigt die kalte Luft in den Heizkörper ein, wird durch die Schächte in dem Heizkörper, da sind ja auch noch Bleche drin, so Wärmeverteilbleche, quasi so kleine Kamine, durch die Kamine wird die Luft natürlich erwärmt, geht natürlich nach oben, bekommt Drift nach oben, verlässt die Heizung und erzeugt sozusagen in dem Raum eine Walze. Die heiße Luft steigt nach oben, also im Raum ist es am wärmsten oben an der Decke, und sie sinkt dann nachher wieder ab auf dem Fußboden, und diese Walze, diese Pumpe sozusagen, diese natürliche Wärmepumpe, hätte ich fast gesagt, die Wärme im Raum verteilt, die bricht dann zusammen. Also sie bricht nicht komplett zusammen, aber sie bricht so weit zusammen, dass der Raum einfach nicht mehr warm wird. Was kann man also machen? Oder was würde ein Installateur machen? Der würde einfach sagen, der Heizkörper ist zu klein, wir tauschen ihn aus gegen etwas breiteren Heizkörper, oder wir bauen einen Heizkörper hin mit aktiven Lüftern. Weil durch die Lüfter und die geringe Vorlauftemperatur, die eine Wärmepumpe natürlich effizient nachher macht, durch die geringen Lüfter, durch die Lüfter unten in den Heizkörpern, es gibt spezielle Heizkörper, das sind genau die gleichen Heizkörper, mit im Grunde genommen
unten in den Heizkörpern sind solche Lüfter verbaut. Mit einer Steuerung. Die brauchen natürlich auch Strom, die Teile, logisch. Und dadurch kann man dem entgegenwirken. Dadurch hat die Heizung, die vorher, ich sage jetzt einfach mal, 1200 Watt hat an Heizleistung und durch die geringe Vorlauftemperatur jetzt nur noch 600 Watt, kann man quasi viel mehr aus der Heizung rausholen. Also kann man sozusagen die Leistung der Heizung von jetzt denn 600 Watt in diesem Modus wieder auf, ich sage jetzt mal, 800 Watt oder 900 Watt hochdrehen. Dadurch, dass eben die vorhandene Wärme besser abgeführt wird, dass die Konvektion wieder da ist. Und das kann man nur mit Lüftern machen. Und es gibt auch Hersteller, oder fast jeder Hersteller bietet diese Heizkörper in diesem Typ 22. Dann gibt es die auch noch ein bisschen breiter. Und dann gibt es die, glaube ich, auch als Typ 22 unten noch mit verbauten, das ist ein aktiver Heizkörper, mit verbauten Lüftern. Und dieses System werden wir uns auch bauen, damit ich die Bude warm kriege. Ich habe es auch schon ausprobiert. Aus meiner Bastelkiste habe ich große PC-Lüfter gehabt, 100, 120er, solche Klamotten. Kann ich euch immer einblenden. Da habe ich einen Test gemacht. Ich habe mir einen Prototyp gebastelt, den habe ich unter die Heizung gepackt. Und dann habe ich mit der Dampfmaschine mal geguckt, die Konvektion. Also hier war schon ganz schön Sturm in der Bude. Die waren auch noch nicht regelbar. Wir bauen uns hier eine regelbare Geschichte. Also die haben erstmal viel zu viel Power gehabt. Und dann habe ich denen eben die Konvektion mir mal angeguckt. Und dann habe ich da zweimal mit der Dampfmaschine reingeblasen. Und was war das Ende vom Lied? Das allererste Mal ging meine vernetzten Rauchmelder hier in der ganzen Bude los. Durch diese harte Konvektion, die diese Lüfter da fabriziert haben. Und das waren nicht viele Lüfter. Das waren zwei große Klamotten. Und die haben ordentlich Drehzahl gemacht. Die waren auch laut. Aber für mich ging es nur darum, zu prüfen, bekommt der Raum sozusagen so einen Wärmeschub? Und das bekommt er. Und damit habe ich nämlich mein Problem bei starken Minusgraden, dass die Bude hier nicht mehr auf 20 Grad zu heizen ist, hätte ich damit im Griff. Problem ist im Griff. Ja, ich kann euch das ja mal einblenden. Ich habe es mal mit dem Handy gefilmt. Und dann seht ihr, wie ich da reinblas. Also zumindest seht ihr das so ein bisschen. Und jetzt halte ich mal die Fresse. Dann geht nämlich gleich der Feuermelder los. Hier, der Rauchmelder hier oben, ne? Da war ich ordentlich Alarm. Das war morgens um 2:30 Uhr. Ne? Also da war hier in der Hütte die Hölle los. Also. Ja, habt ihr gesehen, ne? Also echt heftig. Echt heftig, Leute. Aber es hat halt funktioniert. Das war eben das Entscheidende. Und hier vorne habe ich ein Thermometer. Und ich habe auch noch mein Außenthermometer hier, was unter dem Carport hängt. Das habe ich ja auch in die Bude gepackt, um das Ganze ein bisschen zu monitoren, wie schnell die Heizung es schafft, sozusagen den Raum aufzuheizen. Und das funktioniert wunderbar. Also, da war ich echt begeistert. Ich denke, klasse. Also habe ich ein bisschen gegoogelt. Gibt das da schon fertige Lösungen? Gibt es. Von diversen Herstellern. Ist auch nichts anderes. Die haben ein paar Lüfter in so Gehäuse eingebaut, was man mit Magneten unter den Heizkörper packt, Strom ran, einen Messfühler ran, an die Heizung irgendwo ran, klacksen. Und die wollen für so ein System 60, 70 Euro haben mit drei Lüftern. Also so ein Scheiß, viel zu teuer. Ne? Da dachte ich mir, warte mal, was die können, kann ja jeder im Grunde genommen auch. Das kann der Perle auch. Bloß man muss natürlich die richtigen Komponenten finden. Und die zeige ich euch jetzt. Also meine Komponenten sind ein Netzteil. Irgend so ein billiges Schnatternetzteil. 2 Ampere am besten. 1 Ampere geht aber auch. Dann brauchen wir eine Steuerung mit einem Messfühler. Hier seht ihr einen Messfühler. Das ist ein Temperaturfühler. Der kommt dann hinter die Heizung. Oben, da wo das heiße Wasser reinfließt. Mit diesem Schaltmodul hier, das ist total clever gelöst. Ich habe auch lange nach gegoogelt und gesucht. Mit diesem System hier kann ich eine obere Schaltgrenze definieren, zum Beispiel 33 Grad. Wenn der Messfühler 33 Grad misst, schaltet er hier ein. Also dann schaltet er sozusagen den Strom, die 12 Volt, durch. Also wie so ein Ein- und Ausschalter, ist ein kleines Relais drin, das klackt dann auch. Und dann kann ich auch noch eine untere Schwelle noch definieren, zum Beispiel 25 Grad, genau. Sollte der Messfühler, wenn diese Lüfter aktiv laufen und die Heizung nicht takten in dem Moment, also nicht laufen, die Pumpe und nicht laufen, also das nur das heiße Wasser hier drin ist und die Lüfter laufen, dann kühlt sie die Heizung natürlich schneller auch ab. Und diese Konvektion soll denn nur laufen, wenn die Heizkörper entsprechend warm sind. Also kann ich hier noch eine untere Schaltschwelle einstellen, 25 Grad. Das heißt also, die Temperatur erreicht 33 Grad am Heizkörper, dann schalten die Lüfter ein. Und sollte der Fühler nachher auf 25 Grad runter sein, dann brauchen die Lüfter nicht laufen. Dann haben die keinen großen Sinn mehr. Dann kann man sie dann abschalten. Ne? Also so habe ich das jetzt, oder werde ich das spezifizieren. Also damit will ich erstmal experimentieren mit diesem Hub. Zwischen 33 Einschaltschwelle, Temperatur sinkt, 25 Ausschaltschwelle. Das heißt also, die Lüfter laufen auch nicht dauernd. Sie laufen immer nur dann, wenn man sie braucht, wenn die Heizung warm ist, um eben die Konvektion hinzukriegen. Und mit den großen Lüftern habe ich das ausprobiert. Also wie gesagt, ich habe die laufen lassen. Das habe ich hier manuell geschaltet.
Ich habe die hier laufen lassen und das war mir fast ein bisschen zu zugig hier im Raum. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, hier ist Zugluft drin. Ne? Aber das waren natürlich auch solche Lüfter und die haben ordentlich Luft geschaufelt. Deswegen ging ja auch mein Alarmmelder los. Also so schnell müssen die Lüfter gar nicht laufen. Es dreht sich wirklich nur darum, die Konvektion zu erhöhen an dem Heizkörper. Also die Wärme des Heizkörpers schneller in den Raum reinzukriegen und auch in dem Raum zu verteilen. Das ist ja auch immer das Problem, wenn ihr heizt. Oftmals ist es so, zum Glück habe ich hier ja kein Laminat und so ein Zeug. Laminat ist ja recht fußkalt, Fliesen wäre noch schlimmer, sondern ich habe hier ja das Klickvinyl. Ich habe hier Klickvinyl. Das ist relativ Das ist sehr, sehr fußwarm. Es gibt keinen Unterschied zum Teppich. Das ist also echt geil, das Klickvinyl. Das habe ich mir auch bewusst so gekauft, weil ich hasse es, kalte Füße zu haben. So, also ich habe hier Klickvinyl, sozusagen wie Teppich, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich heize, merke ich irgendwann mal, dass die Füße doch ein bisschen kalt, also dass der Raum unten kälter ist als oben, weil eben diese Konvektion weg ist. Das habe ich aber auch erst gemerkt, wo ich hier gedrosselt habe. Das war mir dann alles zu fresh. Also baue ich mir das jetzt selbst. Also ich baue mir jetzt einen Heizungsverstärker selbst. Es gibt ja Heizungen, die es so fertig zu kaufen gibt mit einem Heizungsverstärker und den rüste ich jetzt sozusagen nach und den rüste ich so nach, dass er unsichtbar ist. Dazu bin ich unter die Heizung gekrochen mit meinem alten Messschieber, den ich noch aus der Lehrzeit habe, also nicht den digitalen, den habe ich euch auch mal vorgestellt, ich habe auch noch einen digitalen, aber das ist mein gutes altes Analog-Ding hier mit Nonius und den ganzen Krempel. So, dann bin ich unter die Heizung und habe sozusagen den Spalt gemessen, wie breit darf der Lüfter denn sein, damit ich ihn irgendwie unter die Heizung unsichtbar verstauen kann. 60 mm, das passt genau, 60 mm. Also habe ich mir Lüfter bestellt, die 60x60 sind und möglichst leise. Das sind diese Lüfter hier und die auch möglichst wenig kosten. Das sind irgendwie Kugellager, das ist ein Kugellager, die irgendwie in Öl laufen. Also die sind super leise. Ihr kriegt das nachher oder ihr merkt es dann nachher noch oder ihr hört das nachher noch, wie leise die Teile sind. Also habe ich mir 60x60er Lüfter bestellt und nicht nur 5 Stück, sondern weil ich wahrscheinlich auch noch oben auf dem Spitzboden, da habe ich auch noch eine Heizkörper, der ist noch kleiner, 30 mal, aber der ist ein bisschen länger, 30 mal, ich weiß nicht, 1,50 oder sowas, aber der schafft das auch nicht wirklich bei der reduzierten Vorlauftemperatur, womit ich natürlich jede Menge Gas spare. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich jede Menge Gas spare und sitze hier und friere. Ne? Also oben und hier dann, bei Minusgrad natürlich. Also habe ich mir hier gleich 10 von diesen Lüftern bestellt. Hier sind 10 Stück in Summe. Ich nehme schon mal 2 und noch 8 weitere. Die kosten nichts, die Dinger. Die sind echt günstig. Das kostet nichts, das Zeug. Das Netzteil kostet nichts. Und da ich nicht möchte, dass die Lüfter volle Pulle mit 3600 Umdrehungen laufen und hier Strom produzieren, habe ich mir hier dann auch noch eine Drehzahlregelung bestellt. Womit ich die Geschwindigkeit der verbauten Lüfter, 5 Stück an der Zahl, werde ich da unter den Heizkörper montieren, womit ich die einstellen kann. Und die brauchen wirklich nicht schnell laufen. Es reicht, wenn sie langsam so vor sich hindrehen. Es dreht sich wirklich nur darum, die Konvektion, die Wärme möglichst effizient und schnell wegzubekommen von dem Heizkörper, ne? Ja, das bauen wir uns jetzt. Was kostet der ganze Spaß? Was brauchen wir denn so? Alles, was ich euch jetzt gleich zeige, verlinke ich euch unter dem Video, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Weil ich habe da echt lange nachgesucht. Also, wir brauchen erstmal ein Netzteil, 12 Volt Netzteil. Diese Lüfter sind auch 12 Volt Lüfter. Also, um diese Lüfter 12 Volt mit 3700 Umdrehungen, so sind die spezifiziert, mit 3700 Umdrehungen drehen zu lassen, braucht man ein 12 Volt Netzteil. Die brauchen natürlich auch ein bisschen Strom. Deswegen würde ich euch vorschlagen, bestellt ein 1 Ampere 12 Volt Netzteil, aber wenn ihr der Unterschied zwischen einem 1 Ampere 12 Volt Netzteil, also ein 1 Ampere mit 12 Volt Netzteil, bringt raus 12 Watt. Ihr braucht keine 12 Watt. Das ist natürlich total überdimensioniert, das Netzteil. Aber bestellt euch gleich ein 2 Ampere Netzteil. Sicher ist sicher. Damit das auf keinen Fall in eine Überlastsituation geht. Weil wenn ihr 5 Lüfter verbaut und ihr dreht die volle Pulle auf, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht die 12, nee, werdet ihr nie erreichen. Aber nichtsdestotrotz nicht, dass das Netzteil hier am Limit läuft. Na, das möchte ich auf keinen Fall euch zumuten. So. Ach so, übrigens, bevor ich euch jetzt anfange, das ganze System zu erklären und das hier zu verdrahten und zu modifizieren, so dass wir eine ganz kompakte Installationslösung bekommen. Ein kleiner Warnhinweis. Da blende ich jetzt nichts ein. Also, solltet ihr Mieter sein, ist dieses Video nichts für euch. Ihr dürft an eurer Heizung, wenn ihr zur Miete wohnt und an den Heizkörpern diese Energie, diese Verbrauchszähler dran habt. Damals waren das ja so ein komischen Teiler, wo da irgendeine Flüssigkeit war, die verdunstet ist, wo er sozusagen über die Strahlungswärme das sozusagen gemessen hat, wie viel
wie viel Heizenergie habt ihr verbraucht in der Saison, wo dann einmal im Jahr ein Ableser kam. Mittlerweile gibt es die Teile ja, glaube ich, nur noch digital. Ne? Solltet ihr Mieter sein, schaltet dieses Video an dieser Stelle aus. Dieses Video gilt allen Leuten, die Eigentum besitzen. Die Heizung gehört mir, die Therme gehört mir, ich bezahle selbst das ganze Gas, was ich ja zum Heizen benutze und natürlich auch für Warmwasser. Und ja, bei der Miete ist es ja so, dass diese Verbrauchsziele abgelesen werden und ihr erschleicht euch da, ihr verändert den, ich glaube, das nennt sich Heizkoeffizient des Heizkörpers. Das heißt also, ihr verbraucht viel mehr Hitze, also ihr verbraucht viel mehr, ihr bringt viel mehr Wärme in eure Räume rein, ohne dass ihr sie bezahlt. Und das wäre natürlich Betrug. Wenn der Vermieter erkennt, dass ihr einen Heizungsverstärker laufen habt, kriegt ihr sofort eine fristlose Kündigung, weil das ist Betrug. Ne? Also, für Mieter ist dieses Video nichts. Für Leute mit Eigentum, würde ich sagen, ist in Ordnung. Könnt ihr nachmachen. Ist ja hier auch alles meins. Ich kann ja mit meinem Kram machen, was ich will. So, was habe ich gesagt? Genau. Besorgt euch ein Netzteil, 1 Ampere geht auch. Vielleicht habt ihr sowas noch, so wie ich, in der Bastelkiste. Da war mal irgendwas nicht in Ordnung und da habe ich dann hier den Stecker abgeschnitten und dann denke ich, na, vielleicht kann man es nochmal gebrauchen. Ne? Das ist ein 12-Volt-Netzteil, es funktioniert ja. Ja, mal stimmt, dann machen wir den Stecker nicht. Habe ich dann abgeschnitten und einfach irgendwo so meine Bastelkiste reingeschmissen. Ja, das habe ich jetzt sozusagen recycelt, das Teil. Super. Also ihr braucht erstmal eine Stromversorgung. 1 Ampere, eher 2 Ampere. So eine Stromversorgung, wenn ihr die nicht haben solltet, die kostet bei AliExpress, kann ich euch mal einblenden. Die nennt sich dann, ja einmal, ich glaube 110 und 230 Volt, die kann man ja auch in den USA benutzen, die Teile. Also die sind sozusagen für verschiedene Spannungen geeignet, aber holt euch das EU-Netzteil, 230 Volt, DC 12 Volt Ausgang, also hier kommt dann 12 Volt Gleichstrom raus auf dieser Seite, mit 2 Ampere Power Supply heißt das Teil, kostet bei AliExpress 3,89. Ich glaube, die meisten meiner Zuschauer, die so ein bisschen bastelaffin sind, die werden sowas irgendwie in ihrer Bastelkiste liegen haben. Schaut dann einfach mal in eure Bastelkiste bei den Netzteilen, die ihr nicht wegwerfen wolltet. Da ist garantiert ein 12-Volt-Netzteil dabei, was mindestens 1 Ampere drauf hat. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar eins mit 2 Ampere. Mehr ist immer besser, ne? Dann, damit das Ding nicht zu sehr belastet wird. Ne? Aber 1 Ampere ging ja auch. So, das kostet jedenfalls, das 2 Ampere-Netzteil kostet 3,89 bei AliExpress. Kommt kein Versand dazu, ist kostenlos. So, bumm. Aber es braucht ihr wahrscheinlich gar nicht. Das ist erstmal Schritt 1. Wie gesagt, Link findet ihr unter dem Video, falls ihr das nicht haben wolltet. Solltet. Dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Lüfter sollen unter dem Heizkörper verbaut werden. Also mit 3 Lüftern funktioniert das schon. Also 3 Lüfter sollten es sein. Wenn ihr irgendeinen Heizkörper habt, der, was weiß ich, 80 cm breit ist oder was, ja, dann macht da 3 Lüfter unter. Bei meinem 1,10 Meter will ich 5 Lüfter da unterbauen. Das ist vielleicht sogar schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich will zumindest ausprobieren, wie es mit 5 Lüftern funktioniert, wie da der Effekt ist. Also habe ich mir, in Sommer habe ich mir 10 Lüfter bestellt, in schlauer Voraussicht, weil ich wahrscheinlich oben auf dem Spitzboden, wenn das auf Dauer jetzt in dieser Saison gut funktioniert, werde ich das auch auf dem Spitzboden nachrüsten, logisch. Ja, das sind diese Lüfter hier vorne, die ihr hier seht, die sind von der Firma ID-Former heißen die Dinge. Die ID-Former DC Brushless Fan 12 Volt steht hier vorne auch drauf. Zeige ich euch nachher nochmal im Detail. Haben keine Tacho-Leitung, sondern nur Plus-Minus. Also wenn du da 12 Volt drauf gibst, dann drehen die voll Power, also so wie sie spezifiziert sind. Gehst du mit der Spannung runter, zum Beispiel auf 6 Volt, dann drehen sie nur noch halb so schnell, sage ich jetzt einfach mal so. Also langsamer. Gehst du noch weiter runter mit der Spannung, dann drehen sie noch langsamer. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, zu weit runter mit der Spannung darf man nicht gehen, weil sonst laufen die nicht an. Die brauchen eine gewisse Startspannung, ne? Ja, also die nennen sich 6015er Fans 12 Volt mit Oil Bearing. Das heißt also praktisch mit einem Öllager. Die sind ölgelagert. Und die Größe hier ist 60. Die habe ich natürlich auf meinen Heizkörper abgestimmt. Ne? Weil ich unter dem Heizkörper, wie gesagt, gelegen habe, gemessen. Die sind 60 mal 60 und sie sind 15 mm hoch. Sie verschwinden komplett unten unter meinem Heizkörper. Und das Tolle ist, ich brauche da keine Magneten ranmachen, irgendwie, um sie zu befestigen und keine Strapse oder sonst irgendwie was, sondern ich klemme sie unten einfach rein. Das macht einfach flupp und dann sitzen sie drin. Also wie angegossen, echt super. Also ich brauche da noch nicht mal irgendeine Konstruktion mir basteln, irgendwelche Winkelschienen, wo ich sie raufklebe, wo ich die Winkelschiene an der Heizung unten irgendwie innen drin befestige, sondern oder die Teile selbst mit Neodym-Magneten, klack, 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 sondern ich drücke sie einfach unten rein und dann macht das einmal schnipp, schnipp und dann sitzen sie. Und sie sitzen richtig fest. Also astrein, gut gemessen, der Perle. Und von der Größe her
Vielleicht ist das auch Zufall, vielleicht ist es bei euren Heizkörpern genauso. Wenn ihr unten reingeht, schaut einfach mal, wo da die Stege längs laufen von der vorderen und der hinteren Platte. Und bei mir war es eben, da ist Luft von genau 60 mm. Und wenn du den so reinklipst, passt wie angegossen das Teil. Ne? Stramm drin, super. Da kostet einer von diesen Lüftern kostet 1,44 US$. Das andere mit dem Netzteil, diese 3,89, wenn ihr noch ein Netzteil bestellen wolltet, wie gesagt, Link unter dem Video. Das sind Dollarpreise, ne? Also es wird nachher noch ein bisschen günstiger. Und hier ist es eben so, einer davon kostet 1,44. Billiger geht's einfach nicht. Also noch billiger, dann leidet vielleicht die Qualität. Wichtig bei diesen Teilen ist ja, wenn sie laufen, dass sie geräuschlos laufen. Und die sind wirklich sehr, sehr leise. Das war mir sehr wichtig. Da habe ich dann 10 Stück von bestellt. Ihr braucht 3 oder 5. Müsst ihr dann ausrechnen. Ich sage jetzt einfach mal, bestellt 5 Stück und dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Bestellt 5 Stück, dann seid ihr auch flexibel, ne? Das würde dann bei 5 Stück lege man dann bei 7 US$ 20, und dann kommen noch Shippingkosten dazu. Die sind recht teuer. Die kommen auch anständig verpackt bei euch an. Die liegen bei 3,28. Ne? Also 27 plus 3,28, das ist der teuerste Part, diese Lüfter, ne? Wenn sie ein bisschen was taugen sollen. Peace, meine lieben Freunde, jetzt muss ich nochmal reingrätschen. Also, das Netzteil verbraucht 0,3 Watt. Nur wenn es hier so drin steckt. Das ist wahrscheinlich die LED hier irgendwie. Also im Leerlauf verbraucht das Netzteil 0,3 Watt, dieses 12-Volt-Netzteil. Das bedeutet natürlich, kommen wir mal zu den Stromkosten. Das bedeutet natürlich, dass das Modul, was ich mit 1,1 Watt gemessen habe, wenn es ausgeschaltet ist, in Wirklichkeit 0,8 Watt verbraucht. 0,8 Watt verbraucht das Teil im ausgeschalteten Zustand und im eingeschalteten Zustand 1,4 Watt. Ohne dass Lüfter dran sind. Jetzt natürlich mit diesen 5 Lüftern, die ich natürlich bei AliExpress bestellt habe, leckert sich natürlich ein Watt zum nächsten und dann lande ich dann mit reduzierter Drehzahl 3 Watt irgendwie so den Dreh und trotzdem sind sie hörbar. Also diese Billiglüfter bei AliExpress kann man hören, sie sind für Schlafzimmer eher weniger geeignet. Jetzt bin ich durch Zufall, weil ich mal geguckt habe, was kosten Lüfter, die überhaupt gar keine Geräusche machen. Die sind richtig teuer, die kosten richtig Geld. Da gibt es einen Lüfter, der ist natürlich prädestiniert für solche Projekte. Und zwar ist das der von, ich habe hier einen, von Sanon. Schaut selbst, Sanon, hier. Vielleicht kann ich da mal dichter rangehen. Und dann seht ihr auch schon die Leistungsaufnahme von dem Lüfter hier. Der ist von Sanon, das ist das Modell. Upsala. Das ist das Modell HA6015-1V4-1000U-A99. Der verbraucht 0,36 Watt bei 12 Volt unter voller Last. So, nun möchte ich den hier mal anschließen an das Netzteil. Und das stimmt auch. Das messe ich hier gerade oder habe ich hier gerade nachgemessen. 0,3 Watt wird mir angezeigt. Und jetzt schließe ich den hier mal an und lasse ihn laufen. Schwankt zwischen 0,6 und 0,7. 0,36 Watt verbraucht er. Und der arbeitet unhörbar. Der läuft jetzt voll unter Last. Der dreht mit 2200 Umdrehungen. Super leise, aber dafür sind die auch bekannt. Ich halte das Ganze mal an die Mikrofone. Also nur ein ganz leichtes Rauschen ist zu hören. So, und das ist der Wind, den ihr da jetzt hört. Das Ding ist, wenn ich ihn jetzt direkt hier vor die Kamera halte, ist fast nicht hörbar. Super. Und wenn man dann natürlich 5 Stück von hat, der hat eine ganz spezielle Lagerung. Irgendeine, ich weiß nicht, das ist irgendwie Maglev oder ich weiß nicht, wie sich das hier nennt. Maglev, ja genau. Der hat irgendeine Maglev-Lagerung, irgend so was ganz Spezielles ist das. Und den habe ich bestellt bei Reichelt für 3,99 das Stück. Da habe ich eine ganze Tüte von. Weil die ballert Reichelt gerade raus für 3,99. Der ist normalerweise deutlich teurer. Deswegen habe ich da auch nochmal zugeschlagen, weil ich werde mir mehrere von diesen Systemen zusammenbauen. Nicht nur für mich, auch als Geschenk. Meine Lüfter, die ich hier verbaut habe, wenn die laufen, die hört man. Also wenn ich hier sitze, höre ich sie. Und dann verbrauchen sie auch noch relativ, in Anführungszeichen, relativ viel Strom. Sagen wir mal 1, bei der Drehzahl, bei der reduzierten Drehzahl, wo die laufen, verbrauchen die knapp gut über 1 Watt, ne? 1,2, 1,3 Watt pro Stück. Ja, okay, bei 5 Stück landet man dann eben bei 5 oder 6 Watt. Oder man dreht eben massiv runter, ne? Dann reduziert sich natürlich der Stromverbrauch. Das kann man natürlich hier auch machen mit dem Runterdrehen, dann wird er natürlich noch geringer. Also der hat hier, ein Lüfter hat 0,36 Watt. 5 Lüfter haben
dann in Summe, wenn sie Volllast laufen, 1,8 Watt. Also 5 Lüfter verbrauchen ja nur 1,8 Watt. Also 5 Lüfter verbrauchen so viel, wie einer von den 5, die ich bei AliExpress bestellt habe, günstig, wenn sie unter Volllast laufen. Unglaublich. Wenn ich sie reduziere, okay, dann sind es vielleicht 2 Lüfter oder 1,5 Lüfter. Von denen, dafür kann ich hier für den Stromverbrauch auf 5 Stück laufen lassen. 1,8 Watt. Dann sagte ich ja noch, dann kommt noch das Modul dazu. Das heißt also, im aktiven Betrieb, was habe ich gesagt, 1,3 Watt kommt nochmal dazu. Das würde dann bedeuten, der Stromverbrauch meiner Installation mit diesen Lüftern, mit 5 von diesen Lüftern hier, von den Sunon, der liegt dann bei 3,1 Watt. Und der Last. Und der Last liegt dann 3,1 Watt. Also das heißt, man kann sie im Grunde genommen rund um die Uhr laufen lassen. Spielt kaum eine Rolle. 3,1 Watt, wie viele Stunden könnten die denn laufen bei 3,1 Watt? Sie könnten bei 3,1 Watt 13,5 Tage durchlaufen und dann hätte man eine Kilowattstunde erst verbraucht. Nach 13, also 2 Wochen. Die können 2 Wochen rund um die Uhr durchlaufen. Die laufen natürlich nicht rund um die Uhr durch, weil ihr habt's ja gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Das Ganze schaltet natürlich immer an und schaltet wieder aus. Ne? Sobald die Heizung die Temperatur an den Raum durch die Lüfter abgegeben hat, schaltet das System natürlich aus. Zeige ich mir nachher noch. Also, wer günstige Lüfter braucht, die relativ leise sind, die ich euch eben gerade gezeigt habe, in Anführungszeichen relativ leise, sie sind hörbar. Also man hört sie, wenn ich sie jetzt an die Heizung anbaue, das habe ich ja schon gemacht, ich kann sie hören. Und diese Dinger sind absolut unhörbar, die sind super leise. Aber die kosten natürlich auch eine Mark. Ne? 3 Euro, eine Mark sage ich schon, also 3,99 Euro kostet hier eine. Ich blende euch das mal ein. Habe ich bei Reichelt bestellt. Habe ich heute gekriegt. Die Teile, die werde ich natürlich jetzt sofort konfektionieren. Mir einen Fünferstrang machen und unten da einbauen, diesen Fünferstrang. Der Stromverbrauch in Summe liegt bei 1,8 Watt. 1,8 Watt für 5 von denen. Das ist nichts. Also 5 dieser Lüfter, 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Sunon-Lüftern kosten an Strom 1,8 Watt. Ganz, ganz fantastisch. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist, sie sind nicht hörbar. Man hört sie nicht im aktiven Betrieb, weil sie so extrem leise laufen. Die gehören mit, diese Lüfter, die 60 mm x 60, die gehören zu den Lüftern mit dem geringsten Stromverbrauch im Markt. Also ich habe keinen Lüfter gefunden, der noch weniger Strom verbraucht. Und sie sind auch noch die leisesten. Mit weitem Abstand die leisesten. Also sie sind nicht hörbar, wenn sie laufen. Und das ist natürlich richtig geil. Das ist genau das Richtige, was man für so einen Heizungsverstärker braucht. Einen unhörbaren Heizungsverstärker, der seine Arbeit macht und auch noch wenig Strom verbraucht. So, das habe ich hier nochmal reingeschoben. Wenn ihr irgendwelche Räume habt und Heizungsverstärker bauen wollt, wo die Lüfter in der Anschaffung sehr, sehr günstig sind, aber eben hörbar, nehmt die, wenn ihr Lüfter haben wollt, wenn es euch das wert ist und Reichelt vor allen Dingen, die noch hat, die, ich glaube, die verkaufen sie ab, die haben nicht mehr viel von den Dingern. Also 10 habe ich davon nochmal mir jetzt bestellt. Schaut selbst. Da, und das sind auch die technischen Daten. Drehen wir 2200 Umdrehungen. Die anderen, die ich jetzt unten verbaut habe, also die ich euch eben gerade gezeigt habe, glaube ich mit 3600 Umdrehungen, aber ich reduziere sie ja auch ungefähr auf 2,2, aber sie verbrauchen immer noch mindestens 3-mal mehr, eher Tendenz 4-mal mehr, als einer, also einer von denen, die ich euch gerade vorgestellt habe, verbraucht so viel Strom im reduzierten Modus wie 4 von den Teilen. Und wenn ich die volle Pulle laufen lasse, sogar 5. Wenn ich eine volle Pulle laufen lasse, kann ich hier 5 Stück mit betreiben mit dem Strom. Das ist natürlich genial und vor allen Dingen nicht hörbar. Das wollte ich nur noch mal reinschieben. Finde ich nicht ganz unwichtig für Leute, die zum Beispiel auch im Schlafzimmer zum Beispiel, wenn es nachts richtig kalt wird und das Schlafzimmer ein bisschen heizen wollen und eben das auch noch ausnutzen wollen, die Heizungswärme, die Dinger könnt ihr sogar im Schlafzimmer einbauen oder in Bereiche einbauen, wo es wirklich flüsterleise sein soll, wo man diese Lüfter im Heizkörper nicht hören darf. Also sie laufen ganz, ganz ruhig, verursachen keine Vibration. Dadurch überträgt sich natürlich auch nichts auf den Heizkörper, der wirkt ja dann wie ein Resonanzkörper. Und sie laufen flüsterleise und verbrauchen dabei auch noch wenig Strom. Also absolute Empfehlung, die Teile. Bin echt schwer begeistert. Die anderen finde ich auch nicht schlecht. Für den Kurs, für das Geld sind die auch cool. Aber die Dinger sind natürlich der Burner. So, meine lieben Freunde,
Jetzt entstammen hier nämlich 5 von den Lüftern und die löte ich jetzt alle schön zusammen, dass ich eine 5er-Reihe habe von denen. Nun machen wir noch einen abschließenden Test. Ich habe Strom drauf gegeben. Jetzt schalte ich es mal ein. Also der Leerlaufstrom, ja klar, der beträgt immer noch 1,1 Watt, wie ihr seht. Ups. 1,1 Watt. Müsstet ihr erkennen können. Guten Watt. Davon verbraucht das Netzteil natürlich 0,3. Also 0,8 Watt verbraucht dieses Modul hier an Strom. Wo ist es? Gar nicht sichtbar. Hier. Ja. So, jetzt erwärme ich mal den Temperaturfühler. Upsala. Jetzt erwärme ich mal den Temperaturfühler, dass er anspringt. Dann gucken wir uns mal an, wo wir da stromseitig liegen. Jetzt habe ich die natürlich alle hingelegt. Ups. Oh. Ja, ich dachte, so, genau. Okay. Ja, die haben sich gerade berührt. Wir liegen bei 3 Watt. Das habe ich wieder ausgeschaltet. Ich gebe mal wieder ein bisschen Hitze rauf, dass er wieder schaltet. Also unter Volllast liegen wir bei 1,9 Watt für alle 5 Lüfter. Wunderbar. Da brauche ich überhaupt nichts machen. Ja, da muss ich aufpassen. Wenn zu wenig Strom reinkommt, dann drehen sie nachher nicht mehr. Kann ich sie auch voll drehen lassen. Ne? Das funktioniert. So, ich lüfte sie mal. Ich kühle sie mal wieder ab. Jetzt sind wir wieder bei 1,1. Natürlich wieder ein bisschen Wärme drauf. 3 Watt. Ja, das ist doch ein Unterschied, ne? Zu 5,8, was ich vorher hatte. 2,9 Watt sogar nur. Ja, also die Dinge haben echt riesen Vorteile. Wie gesagt, sie sind tierisch leise. Sie sind fast nicht zu hören im Vergleich zu den anderen. Wenn ich die runterregel, fangen sie an zu fiepen. Und sie verbrauchen extrem wenig Strom. Also Tobi, ne? Das für euch nochmal als Alternative, wenn ihr das zum Beispiel in sensible Räume einbaut, wie ein Schlafzimmer oder wie auch immer, und ihr dabei pennen wollt, wenn die Dinger laufen unter Umständen, verbaut die etwas teureren. So. Und wenn ihr Strom sparen wollt, auch. Und wenn ihr die günstigste Lösung haben wollt, dann holt euch die von AliExpress. Peace und tschüss, wollte ich nochmal reinschmeißen hier als Alternative, als Lüfteralternative. AliExpress, sehr, sehr günstig die Lüfter. Aber hörbar, etwas teurer die Lüfter, das muss man halt bezahlen. Qualität kostet Geld. Und ich war erst ein bisschen kritisch. Ich denke, na, die wird man doch irgendwie hören. Nein, sie hört man nicht. Die Dinger sind super leise. Also geräuschlos. Fantastisch. Und sie machen auch genau das, was sie machen sollen. Sie lüften, also sie produzieren auch ordentlich. Ja, sie produzieren ordentlich Luft. Ne, mit den 2200 Umdrehungen. Machen die anderen aber auch. Dadurch, dass ich sie natürlich runterdrehe, die würde ich natürlich nie volle Pulle laufen lassen, allein schon wegen der Stromkosten. Ne? So. Peace out rein. Weiter im Programm. Okay, dann brauchen wir das nennt sich W3001 Digital Control Mikrocomputer Thermostat Switch, 12 Volt. Dieser Thermostat Switch hat hier ab, gar nichts, jedoch, hat hier up und down. 2 Knöpfe. Man kann also eine obere Grenztemperatur einstellen, wo er einschalten soll. Dann leuchtet hier die LED, dann macht das Klack und dann geht er an. Ich sage jetzt mal 33 Grad. Und wenn man bei Down 25 Grad spezifiziert hat, dann wartet er so lange, bis die 25 erreicht sind, dann schaltet er wieder ab. Dann geht die LED aus und der Ausgang, der 12 Volt Ausgang ist tot. Dieses Teil. Und wie erkennt er das bei den Temperaturen? Hier ist ein Fühler dabei, so ein Messfühler. Den schmeiße ich einfach hinter die Heizung oder packe sie in die Heizung rein. Den Messfühler verstecke ich da oben, wo das heiße Wasser reinkommt, am besten in die Nähe, wo das frische heiße Wasser mit der Vorlauftemperatur von 45 bis 48 Grad, wo das heiße Wasser reinkommt. Und sobald er erkennt, es kommt heißes Wasser, schaltet er ein. Der Heizkörper wird dann ja auch sehr schnell warm. Und der wird auch in der gesamten Länge warm. Sollte euer Heizkörper nur, wenn heißes Wasser kommt, vorne heiß werden und bis zur Mitte und hinten kalt sein, entlüftet ihn, dann habt ihr Luft in der Leitung, ne? Das vergessen auch viele. Ne? Also immer den Heizkörper beobachten, wenn da heißes Wasser reinläuft, muss der ganze Heizkörper warm sein. Also, und sollte er
nach hinten hin, da wo das warme Wasser reinkommt und den Heizkörper durchströmt, sollte er nach hinten hin kalt werden, habt ihr ein Problem mit Luft. Dann geht mal bei und dann lüftet den Heizkörper. Ja, also dieses Teil brauchen wir. Und das Schöne an dem Teil ist, man kann das Teil aufmachen. Ich mach's nachher mal mit euch. Jedenfalls, da ist fast nur Luft drin. Ich mach's nicht nachher, ich mach's jetzt. Schaut selbst, da ist nur fast Luft drin. Auf der Vorderseite von der Platine ist die Elektronik, die Steuerelektronik. Da ist ganz viel Luft drin. Und dann kommen wir nämlich jetzt gleich zum dritten Teil, was wir da nachher fest einbauen. Das ist natürlich super, dass da so viel Luft drin ist. Und zwar haben wir hier dann jetzt noch einen 12 Volt Regulator DC. Ja, 12 Volt Regulator DC Speed Controller. Wenn ihr es hört, schaltet jetzt ein. Klack. Und dann kann ich jetzt hier auf, wenn ich hier ganz rumdrehe bis zum anderen Anschlag, dann kriegt er seine vollen 12, also kriegen die Lüfter ihre vollen 12 Volt. Und wenn ich jetzt hier um die Hälfte zurückdrehe, drehen sie noch zur Hälfte. Also das ist quasi ein Poti. Aber auch natürlich mit der entsprechenden Elektronik. Das ist natürlich alles vernünftig hier. Und hier haben wir hier unten, seht ihr, 12 Volt Masse und 12 Volt Plus und 12 Volt Minus. Und dann haben wir noch Output. Da werden nachher die 12 Volt Lüfter angeschlossen. Und dann kann man die Lüfter über dieses Poti entsprechend drehen. Ne? Nicht, dass ihr zu viel Wind habt, so wie ich das hier hatte, dass hier eine Wärmewalze dadurch durch den Raum gepumpt wird sozusagen über die Lüfter, sondern einfach, dass sie so laufen, nur um die Konvektion zu erhöhen, bei geringem Vorlauf. Und dieses System, wie ihr hier seht, ist so klein, dass wir das hier in dieses Gehäuse mit einbauen werden. Hier werde ich ein Loch reinbohren, das ist nämlich hier so ein, wie ihr seht, hier vorne noch mit Schrauben, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Da bohren wir einfach ein Loch rein und dann verschrauben wir das Teil in dem Gehäuse und machen hier eine ganz kompakte Einheit raus. Diese ganzen Kabel, die hier draußen liegen, die brauchen wir alle gar nicht. Naja, brauchen wir schon. Also ein Kabel, diese Kabel werden wir schon brauchen, weil die nachher zu den Lüftern gehen. Und das ist hier sind unsere Eingangskabel. Also hier kommen die 12 Volt rein. Und hier würde er quasi die 12 Volt durchschalten, wenn er aktiv ist. Wenn er sagt, ich habe die 33 Grad erreicht, dann sind hier nachher 12 Volt drauf. Habe ich die 25 Grad unterschritten, dann schaltet er die 12 Volt hier wieder aus. Macht er, wie gesagt, über den Messfühler. So, und dadurch, dass wir das hier noch mit einbringen sozusagen in das Ganze, habe ich dann hier auch noch eine Drehzahlregelung seitlich. Die baue ich natürlich auf die Seite ein, das soll seitlich an die Heizung ran. Die baue ich natürlich auf diese Seite ein, dass man die Drehzahlregelung nicht sieht, dass sie unsichtbar ist. Dass nur dieser weiße Kasten an der weißen Heizung hängt. Und wie kriege ich den an die weiße Heizung mit zwei Neodym-Magneten oder eben mit meinen Tesastripes? Da kann ich einen Tesastripe nehmen oder klemme ich das seitlich an die Heizung ran. Aber ich werde es wahrscheinlich mit Neodym-Magneten machen. Ich habe hier auch irgendwo Neodym-Magnete, aber wo? Irgendwo habe ich die Dinger. Ja, ich bin schon schlau, Maja, ne? Wo habe ich meine Neodym-Magnete? Ich hatte die extra. Wartet mal. Ah, hier sind sie. Ich habe sie. Ja, sind wir ein Problem, die backen immer irgendwo. Hier habe ich kleine Neodym-Magnete. Reicht vollkommen aus. Die backen wie Pest, die Teile, ne? Die gibt's auch bei AliExpress. 100 Stück in verschiedenen Größen für 3 Dollar oder sowas. Braucht ihr aber nicht zwingend. Ich mache das mit Neodym-Magneten. Ich werde einfach diese Löcher so weit aufbohren, dass die Neodym-Magnete da reinpassen. Und dann will ich die da einkleben. Und dann, klack, kann ich das Ganze mit Neodym-Magneten an der Heizung befestigen. Und auch wieder entfernen, wenn ich dann will. Ja, das war das. Was kostet denn dieser Voltage-Regulator? Der kostet 1 US-$12. Da kommen dann auch wieder Versandgebühren dazu von 1,24, dann liegen wir dann bei 2,36 in Summe. Jedenfalls der ganze Kram hier. 5 Lüfter, das Teil, der Drehzahlregler und Netzteil. Also wirklich das Wunschlos-Sorglos-Paket. Dann liegt hier bei maximal $20,27, das sind in Euro umgerechnet, 18,94 €. Also, holen wir nochmal 3 raus. Braucht ihr sowieso. Mache ich Nummer 5 auf Reserve für mein nächstes Projekt. So. 3, 4, 5. Für das. Zahlt ihr 20,27. Ja, machen wir einfach so. Ups, 2027, dann kann ich ja gleich nochmal einen Daumen geben, ne? Ja, da habe ich hier gleich wieder so eine Art Screenshot. 2027, das sind umgerechnet in Euro,
würden euch abgezogen werden 18,94 €. Das ist natürlich viel zu viel. Wahrscheinlich braucht ihr nur 3 Lüfter. Netzteil habt ihr noch. Also dann kommt ihr deutlich günstiger. Dann braucht ihr wirklich nur den hier für 1,12 in US-Dollar. Also in Summe natürlich mit Versand. 2,36 kostet der. Den Eumel hier 3,54. Und dann 3 Lüfter A1,44 als Beispiel. Mehr braucht ihr nicht. Diese 3 Sachen. Dann habt ihr alles, was ihr benötigt. So. Wie funktioniert das Ganze nun technisch? Also, wie verdrahten wir den ganzen Kram? Ganz einfach. Ganz einfach. Reicht das hier vom Kabel her, von der Kabellänge? Ich glaube, ich muss mal nochmal ein Netzteil. Und das müsste reichen. Ja, ist wunderbar. So, jetzt schwenken wir mal runter und dann wollen wir den ganzen Kram mal verdrahten, damit ihr seht, wie das Ganze technisch funktioniert. Bis gleich. Oder nicht bis gleich, wir schwenken jetzt direkt runter. Kommen wir erstmal zu den einzelnen Komponenten. Ja, Netzteil ist klar, 12 Volt Netzteil. Hier habe ich mir mal hier eins von meinen Bastelsteckern hier, die man verschrauben kann, einfach rangeschraubt. Einfach nur so zum Testen. Ne? So, das und Lüfter. Mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Wir brauchen einen Lüfter, wir brauchen eine Steuerung und wir brauchen eine Drehzahlregelung. Gut. Hier mache ich nochmal den Kasten auf. Könnt ihr jetzt auch nochmal sehen. Und das Ganze kann man hier natürlich auch rausholen. Und hier vorne ist noch Elektronik drauf, logisch. Und da werden wir nachher noch ein schönes Loch reinbohren. So. Zack, zack. Gut. Also, wir haben hier einmal, wie ihr seht, in Chinesisch geschrieben. Also das ist die, hier kommt 12 Volt rein, Eingang. Hier ist der Ausgang und hier ist unser Sensor. Unser Temperatursensor. Also brauchen wir erstmal 12 Volt. 12 Volt. Gut. Dann nehme ich hier mal meinen Stecker hier. Und dann haben wir hier noch einen Schraubendreher. Und dann schrauben wir hier mal 12 Volt rein. Schwarz ist Masse, also schwarz ist mal hier rein. Dann haben wir hier schon mal unsere Spannungsversorgung. Funktioniert das denn auch? Also gebe ich da jetzt mal Strom drauf. So, hier ist der Stecker, hier sind die 12 Volt. So, und wenn ich jetzt Strom drauf gebe, seht ihr, dann zeigt er jetzt hier gerade 24,5 Grad an. Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass ich den hier gerade angefasst habe. Und wenn ich ihn jetzt anfasse, dann wird er wärmer. Seht ihr, 25, 26, das schießt er natürlich nach oben und geht ganz, ganz langsam wieder nach unten, ne? Logisch, weil er sich natürlich auch abkühlt. Also funktioniert soweit und dann sehen wir jetzt auch schon, wie stellt man ihn denn ein? Und ihr seht schon out, der Ausgang hier, die 12 Volt hat er schon aufgemacht. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass ich hier keinen kurzen fabriziere. So, also er ist jetzt an. Dann müsste er gleich bei, wie viel? 23,5 soll er ausschalten wieder. Das ist jetzt bei 26,8, geht langsam runter. Und seht ihr, hier ist bei 24 soll er einschalten. Also sehr, sehr, nur ein halbes Grad Differenz. Ne? Das ist, um euch das mal zu demonstrieren. Wie stellt man diese Schwellen ein? Diese 24 Grad, wie würde ich die auf 25 kriegen? Ganz einfach, indem man hier bei dem Hochschalter länger festhält. Also ich drücke jetzt hier drauf, 24, und dann halte ich gedrückt. Seht ihr? Und dann kann man hier schon einstellen. Ich stelle ihn jetzt mal auf 25. 25. So, und jetzt habe ich ihn auf 25 eingestellt. Das heißt, er soll den Ausgang freischalten bei 25 Grad. Jetzt hat er 25,8. Und wann soll er wieder ausgehen? Machen wir mal 24,5. So, seht ihr? 24,5. Jetzt haben wir 24,5 spezifiziert. Und jedes Mal, wenn man nur einmal drauf drückt, sieht man, bei 25 soll er angehen und bei 24,5 soll er ausgehen. Und wenn man das verändern will, drückt man einmal drauf, 25, und hält das noch ein paar Sekunden gedrückt. Und dann kann man mit Plus und Minus die Temperatur verändern. Wann soll ausgehen? Was hatten wir gesagt? 24,5. Okay. Das warten wir mal ab. Haben wir gleich. Habt ihr gehört? Klack, ist ausgegangen. Mache ich ihn wieder so warm, dass er über 25 geht, dann schaltet er wieder ein. Warte mal. So. Hat er wieder eingeschaltet. Also bei 24,4 schaltet er aus. Seht ihr hier dran. So gleich. Klack, aus. Geht er wieder über 25.
soll er wieder einschalten. Also soll der wieder leuchten. Also der Ausgang soll dann wieder aktiv sein, die 12 Volt. Das simuliere ich jetzt nochmal schnell. Jetzt halte ich aber nicht so lange drauf. So, gleich geht er an. Seht ihr? Ist wieder angegangen und geht er jetzt wieder unter 24,5. Würde er wieder ausgehen. Also das ist das ganze Prinzip. Also es funktioniert. Gut. Also könnte ich jetzt hier einen Lüfter anschließen und dann würde der Lüfter drehen. Können wir ja auch mal simulieren. Also ich nehme jetzt mal den Lüfter hier. Lüfter läuft. Geht die Temperatur jetzt runter auf 24,4, schaltet der Lüfter auch natürlich wieder aus. Gleich haben wir den Punkt erreicht. Seht ihr? Der Lüfter hat aufgehört. Und so funktioniert das Ganze. Okay, am Heizkörper will ich natürlich, wenn ich das Ding an den Heizkörper packe, will ich natürlich 33 Grad einstellen und bei 25 Grad soll er ausstellen. Aber da muss ich dann experimentieren, muss ich gucken, wo da die optimale Spreizung liegt. So, jetzt nehmen wir diese beiden Dinger und hauen den hier, den 12 Volt Ausgang. Wir wissen ja, hier kommt 12 Volt rein und hier kommen die 12 Volt wieder raus, sobald die Temperaturen erreicht sind. Den hauen wir jetzt hier in Power Plus. Der gelbe ist hier plus 12 Volt. Und der schwarze ist Power Minus. Ist minus 12 Volt. So, meine Lieben. Und das verschrauben wir jetzt. Jetzt würden hier die 12 Volt drauf liegen. Und könnte ich die Drehzahl also ausschalten. Ich könnte jetzt den Lüfter komplett ausschalten, wenn hier 12 Volt drauf liegen. Also wenn der jetzt schalten sollte, würde die Lüfter überhaupt nicht drehen. Jetzt würden die Lüfter drehen, je nachdem, was ich eingestellt habe an Drehzahl. Hier stelle ich die Drehzahl ein. Aus, ein. So, jetzt kommt hier der Lüfter ran. Wir haben eine plus 12 Volt Masse. So, wollen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie hier reingefummelt kriegen. Sondern mal gucken, ja, wo ist hier 12 Volt? Plus. Also hier rein. Hier kommt 12 Volt rein. Schraube anziehen und fertig. Ja, wird nur geklemmt, ne? Aber mehr schlecht als recht. Das funktioniert bei dicken Kabeln gut, aber bei dünnen eher nicht so. So, fest. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Geben wir wieder Strom drauf. Das ist das ganze Prinzip. Hier die 12 Volt rein. Wenn geschaltet wird, kommen die 12 Volt raus. Die gehen hier in den Eingang von 12 Volt Power und das Poti regelt diese 12 Volt eben entsprechend runter. Entweder voll 12 Volt oder eben nur noch eine geringere Spannung. So, nun zeige ich euch das nochmal. Sollte ich da noch irgendwas Weißes unterlegen? Kann man es besser sehen dann? Ja, das kann man dann besser sehen. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was Weißes im Bild, damit man das Drehen des Lüfters sehen kann. So, was hat man gesagt? 25, ne? Ja, 25. Lüfter läuft. So, jetzt kann ich Vollgas geben. Man hört ihn jetzt auch, wenn ich ganz ruhig bin. Kann ihn sogar ganz schwach drehen lassen. Hier denn. Hier kann man es vielleicht besser sehen. Dreht er ganz schwach. Und hier eben schneller. Da muss man aber aufpassen, wenn ich jetzt hier ausmache und anmache und habe zu wenig Strom drauf. Na, das geht noch, er springt noch an. Aber es kommt nachher irgendwann der Punkt. Sagen wir mal so. Dass er nicht mehr startet. Naja, das tut er immer noch. Ich muss noch weniger geben. Aber so lässt ja keiner den Lüfter laufen. Ne? Seht ihr? Da muss man dann anschubsen. Also niemals fast auf Null gehen, das ist Käse. Ich denke mal so, vor allen Dingen je geringer, er lüftet auch richtig gut. Das reicht schon aus hier, diese Drehzahl. Um gut zu lüften, um gut Luft wegzupressen. Und so kann man das dann eben nach Gusto einstellen. Oder wenn man sagt, okay, ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht, dann läuft er volle Pulle, das Maximum. Da macht er schon richtig Sturm. Das kann man dann einstellen. Und das hat natürlich, damit verändern wir auch den Stromverbrauch natürlich. Ne? Ich möchte es euch mal demonstrieren. Nee, kann ich euch das demonstrieren? Nee, kann ich nicht. Schwierig. Also, der Lüfter verbraucht... Doch, ich muss es euch zeigen. Anders geht's nicht. Ich komme gleich wieder.
Jetzt habt ihr alle Daten, die ihr braucht. Ihr seht, im Standby verbraucht dieses gesamte System 1,1 Watt. Also ohne es aktiv ist. So, wenn ich ihn jetzt erhöhe, dass er startet, dann geht der Verbrauch auf 3,1. Jetzt ist natürlich interessant, was verbraucht er denn ohne Lüfter? Also mache ich den hier mal aus an dem Poti. Jetzt ist er aus. Also im aktiven Modus, wenn er hier geschaltet hat, verbraucht er nicht mal 1,1, sondern 1,7 Watt. Dieser Kasten zusammen mit dem Poti verbraucht in Summe 1,7 Watt im aktiven Zustand. Ich nehme an, vielleicht ist das sogar das Poti. Keine Ahnung, müssen wir jetzt nochmal einzeln ausmessen. Aber es ist egal, ich brauche sowieso beides. 1,7 Watt. Sobald er jetzt wieder ausschaltet, 1,1. Das sind fixe Verbräuche. Die kann man nicht verändern. Das ist halt so. Aber 1,1 Watt bedeutet, ja, gleich geht er wieder aus. Jetzt ist er aus, ne? Ihr seht, ist schon wieder auf 1,1 zurückgegangen. Jetzt rechnen wir mal aus. Die 1,1 Watt, was würde das denn an Stromkosten bedeuten? Das wären 909 Stunden geteilt durch 24. Also rund um die Uhr wären das 38 Tage. Mit einer Kilowattstunde könnte ich, dieses System würde jetzt nach 38 Tagen eine Kilowattstunde verbrauchen. Und alles andere, diese Schaltzustände mit dem laufenden Lüfter, ich lasse ihn mal wieder schalten, das zieht er ja nur, wenn er aktiv ist. Jetzt ist er ja aktiv, so. Jetzt zieht er 1,7, aber das ist ja nicht der richtige Strom, sondern der richtige Strom ist ja mit dem Lüfter. Von 1,7 die Differenz. Also jetzt würde er, ich drehe ihn mal so hin, wie er nachher unter der Heizung laufen würde. Das würde mir wahrscheinlich schon reichen. Jetzt müssen wir die Differenz ausrechnen, damit wir den Lüfterverbrauch haben. Von 1,7 Watt auf 2,4. 2,3. Schwankt ein bisschen. Dann nehmen wir mal 2,4. Das bedeutet, in diesem Zustand verbraucht ein Lüfter 0,7 Watt. Sprich, wenn ich jetzt 5 Lüfter hier dran hätte, wären das eben 5 mal 0,7. Das können wir ja auch nochmal ausrechnen, wo wir denn da liegen. Ist natürlich wichtig. Warte mal, jetzt mache ich mal wieder an hier. Schon wieder runtergerauscht. So. 0,7 sagten wir. 0,7 mal 5. Ja, das kann man ja im Kopf rechnen. Sind 3,5 Watt bei 5 Lüftern. Plus eben die 1,7, die im aktiven Zustand laufen. Was die Elektronik braucht. Dann liegen wir bei 5 Watt. Das bedeutet, wir kommen mit dem 1 Ampere Netz bei 5 Lüftern prima hin. Allerdings, wenn ich den jetzt volle Pulle laufen lasse, das ist Maximum. Dann steigt nämlich diese 2,4 Watt nämlich nochmal um 0,9 Watt. Das würde bedeuten, hier hätten wir jetzt einen Verbrauch von 1,7 bis 3,3, ne? Das sind 0,616, ne? Warte mal. 1,6. 1,6 Watt pro Lüfter. 1,6 mal 5 ist 8 Watt plus die 1,7 Watt. Dann würden wir schon, wenn wir die 5 Lüfter in vollem Modus laufen haben, schon bei 9,7 Watt liegen. Also beim doppelten Stromverbrauch. Aber wer lässt die Lüfter mit solcher brachialen Drehzahl drehen? Die hört man, sie werden hörbar, aber nur schwach. Ihr hört es selbst, ne? Und sie machen einfach viel zu viel Luft. Und wenn man 5 davon hat, dann habt ihr hier eine Umweltpumpe installiert. Das will ich ja gar nicht. Das reicht mir locker. Locker, das ist eigentlich auch noch zu viel. Das würde mir reichen. 2,4 in Summe, also 0,7 Watt, ne? 0,7 Watt Leistung in den Lüfter reicht vollkommen aus. Der pumpt schon richtig was raus. Ist vielleicht auch noch ein bisschen zu viel. Muss man gucken. Also für mich ist das jetzt das absolute Maximum. Mehr will ich gar nicht. Er soll nur die Konvektion aufrechterhalten. Und sie sind unhörbar. Wenn ich jetzt mal ruhig bin, hört selbst. Das Pfeifen, was ihr hört, ist das Netzteil. Das muss ich mal wegnehmen. Hat er wieder ausgeschaltet, ne? Der Sack. Machen wir wieder an. Sie sind unhörbar.
Wirklich gut. So, das ist das ganze Funktionsprinzip dahinter. Habt ihr gesehen, also völlig easy. Der Stromverbrauch hält sich auch in Grenzen. Ist überhaupt gar kein Problem. Und vor allen Dingen, man löst das Problem, dass man die Bude warm kriegt. Für echt einen geringen Stromeinsatz. Also für, man steckt wenig Strom rein und erhält eine Mordsleistung von dem Heizkörper. Das ist eine super Geschichte. Also mit einem geringen Stromeinsatz eine hohe Wärmeausbeute zu erzeugen. Das soll natürlich alles nicht so bleiben. Und die Lüfter, wie gesagt, kann ich unter die Heizkörper packen. Und ich werde das ganz einfach machen mit den Lüftern. Also die will ich so verbauen, die lüften. Also von unten ziehen sie und blasen hier oben zu diesem, meine ich jedenfalls. Moment, war doch so. Oder? Wartet mal, ich muss jetzt Mist erzählen. Gehen wir mal ein bisschen Temperatur rauf. So. Ja, genau. Also sie ziehen von unten, von der Unterseite. Wenn man sie natürlich, wenn ich sie jetzt verpolen würde, würde er dann natürlich andersrum drehen. Ne? Also zu dieser Labelseite blasen sie nach oben. Und so müssen sie dann unter den Heizkörper. Zack. So. Und diese ganze Geschichte, die wollen wir jetzt vernünftig verbauen. Wie habe ich mir das überlegt? Das Teil hier, den Drehregler, der soll, so soll das Teil seitlich an die Heizung ran. Diese Seite ist an der Wand, also will ich hier ein Loch reinbohren und das Ding hier innen drin verdrahten, also fest verdrahten. Dann führe ich einfach eine Bastelleitung, die löte ich von unten hier unten an, an die Pins ohne diese Schraubverbindung, da halte ich nicht viel von. Also ich verlöte das alles direkt. Und dann nehme ich quasi eine Bastelleitung und über diese, an diese Bastelleitung, die ist dann 1 Meter lang, oder 1,10 Meter lang, da will ich dann alle 20 cm sozusagen einen so einen Lüfter an diese Leitung anschließen. Ich weiß nicht, ob ich die Leitung hier kapp oder wie ich das am besten mache. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das, meistens fällt mir immer sowas ein, weil ich möchte auch nicht, dass die Leitungen unten zu sehen so rausbaumeln. Ich gehe mal ganz kurz zum Heizkörper. Ich will mal gucken, wenn ich die Leitung jetzt in den Heizkörper reinschiebe, ob die da drin hängen bleibt. Moment mal. Jo, das funktioniert. Also, dann mache ich das nämlich wie folgt. Ich nehme jetzt alle 5 Lüfter. Und die will ich ja im Abstand von, da lasse ich zwischen jedem Lüfter 20 cm Luft. Dann habe ich nämlich genau mein Meter abgedeckt sozusagen. Oder mein 1,10 Meter, weil ich muss ja die 60 cm auch noch zufüttern. Also immer 20 cm Abstand. Und dann habe ich den gesamten Heizkörper abgedeckt. Die gesamte Länge des Heizkörpers. Das wäre also, warte mal, damit ihr es seht, 20 cm. Ungefähr. Das wäre dieser Abstand. Und das mache ich bei allen 5 Lüftern. Die lege ich dann hier sozusagen alle so nebeneinander. Natürlich in dem entsprechenden Abstand. Und löte die Anschlusskabel an eine Hauptstromzufuhr. Also ich nehme einfach ein Bastelkabel, rot-schwarz. Und dann kommt Lüfter 1 an das Rot an Rot, Schwarz an Schwarz. Und dann geht die Leitung also so. Die schließe ich parallel sozusagen an die Hauptleitung an. Ich habe also quasi eine Hauptleitung und Masse an Masse plus 12 Volt an 12 Volt. Masse an Masse plus 12 Volt an 12 Volt. Masse an Masse plus 12 Volt an 12 Volt. Bis zum letzten sozusagen. Und diese Hauptleitung, die verdrahte ich dann hier fest. Die Zuführung werde ich auch verlängern. Also hier, das mache ich natürlich nicht so. Ich werde hier innen drin, ich weiß gar nicht, ob ich die auslöte. Mal gucken, wie ich das mache. Ich werde hier anlöten. Hier werde ich auch eine Bastelleitung anlöten, weil meine Bastelleitung, also hier so ein solches Kabel, ich glaube mit 5 Watt können die locker ab die Strippen. Die will ich natürlich unsichtbar verlegen hinter meinen Ziel, also hinter meinen Abdeckleisten. Das heißt also, die Stromversorgung werde ich hinter den Schrank packen und dann sozusagen unsichtbar über meine Randleisten in den Randleisten verstecken. Und dann nehme ich einfach ein relativ dünnes Kabel, was an der Heizung rauskommt. Und dann habe ich quasi die Stromversorgung unsichtbar verlegt, also relativ unsichtbar. Also ich möchte von dem ganzen Kram nichts sehen, ich will nur den Kasten sehen und dann muss das alles funktionieren. So, womit fangen wir an? Das sind jetzt mehrere Schritte, die wir hier durchführen müssen. Erstmal mit Löcher bohren, ne? Wir werden jetzt erstmal, das brauchen wir auch nicht mehr. Wir werden jetzt erstmal ein Loch bohren und zwar den Burschen hier. Das könnte man sogar hier sogar fast so lassen. Das
würde ich am liebsten auch verlöten. Das mache ich wahrscheinlich auch. Lass mal gucken. Wenn der jetzt an der Heizung ist, da oben, dann haben wir hier das Relais. Das wird eng. Meine Lieben, das wird eng. Das wird nicht passen. Aber es würde hier passen. Also bohre ich hier ein Loch rein. Okay, dann sieht man da so einen schwarzen Knopf. Das ist aber nicht so tragisch. So. Jo, so probiert das. Könnte der denn hier oben passen? Warte mal. Den kann man natürlich zerlegen. Ja, der Knopf ist noch aufgesteckt, hier der Drehknopf. Und hier ist noch die Mutter, nachher für die Montage, ne? Am Gehäuse oder im Gehäuse. Mit der Unterlegscheibe. So. Zack. Wir wieder hier hart am Basteln, ne? So. Würde das denn so irgendwie gehen? Da muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich hier nichts berühre, ne? Nee, das ist alles zu eng, das ist scheiße. Und hier ist es ja im Grunde genommen alles Kunststoff. Das will ich dann einfach mit Isolierband abkleben. Und dann würde ich das ganz gerne hier so einbauen wollen. Hier rein. Lass mich mal die Innereien rausholen. So. Und wo ist meine Pinzette? Irgendwie hier so montieren. Ja, also müssen wir hier rein. Das nützt nichts. Dann müssen wir noch aufpassen, wenn wir da reingehen. Ja, da haben wir genug Platz. Das ist überhaupt kein Problem. Und das ist auch keine elektronische Bauteile. Da brauche ich noch nicht mal was abisolieren. Das ist gut. Also werde ich versuchen, das Ganze mittig ein Loch zu bohren. So, also hier bohre ich jetzt mittig ein Loch. Wie hoch ist denn das? 31. Das sind 15,5, ne? 15,5. Lass mal gucken hier. 15,5. Okay. 15,5. Das reiße ich mal an, einfach mit dem Messschieber. Muss hin? Ja. Okay, 15,5. Und dann machen wir hier natürlich auch. Die Breite messen wir hier. Da sagen wir 45, ne? Das sind 22,5. 22,5, so. Was reißen wir denn hier auch nochmal an? Da wissen wir, wo wir bohren müssen. Jo. Da habe ich die Stelle auch schon gefunden. Und die kann ich natürlich mit einem kleinen Punkt markieren. Und da bohre ich dann gleich rein. So, lass mal gucken hier. Da muss ich mir fast die Bastelbrille aufsetzen. Moment. Wo war das hier? Ja. Genau. Und diese Stelle hier, wo der schwarze Punkt ist, werde ich gleich bohren. Wie groß muss ich bohren? Natürlich so groß, wie der Durchmesser hier ist. Von dem Gewinde. Das ist 7. Gucken wir. Ja, 7 mm. Da will ich natürlich erstmal klein vorbohren und dann mit dem größeren hinterher. Ich hole mal eine Bohrmaschine, bis gleich. Jetzt bohren wir hier Löcher rein. Auch nicht groß aufpassen. Also rein damit. So, das war das Vorbohren. Dann hatte ich gesagt 7 mm, ne? Gut, dann nehme ich mir jetzt einen 7er Bohrer. Bohren das kleine Loch, was wir hier haben, auf 7 mm. Seid aber so ein bisschen vorsichtig. Das ist ja noch dünner Plastik. Könnt ihr auch mit der geringen Drehzahl, wie ihr seht. Dann wollte ich da ran hier, dann könnt ihr auch ein bisschen zugucken, was der Perle da so macht. Sind wir schon durch. Siehst du? So schnell geht das. Das ist doch schon erledigt. Dann den 7er wieder wegpacken. Ja, können wir noch ein bisschen graten, ne? Dann graten wir das hier noch so ein bisschen. So, guck mal. Zack. Den brauchen wir nicht.
egal. So, und nun wollen wir mal schauen. Dazu müssen wir natürlich jetzt die Platine wieder einsetzen hier. Und gucken, dass das Fenster auch sauber ist, nicht, dass wir was verdreckt haben. So. Ja, sauber. Und nun den hier rauf. Ja, wunderbar. Und den machen wir dann auch so, dass ich oben löten kann. Genau. Hier die Scheibe rüber. Die Überwurfmutter. Ziehen wir das Ganze mal fest. Und natürlich so fest, dass ich das nicht wieder lösen kann. Mal schauen. Ja, alles gut. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier so ein die Brachial-Variante, dass es einfach fest ist. Dreht sich das noch? Nö. Ich habe noch einen kleinen Pups mehr. Na, fest kommt ab, ne? So. Wunderbar. Dann kommt der Knopf hier rauf. Und dann haben wir hier unseren Regler. Am besten den dann so. Das ist aus, dass ich den blauen Strich hier vorne habe. Genau. Ja. Na? Haben wir den Regler hier eingebaut. Ja, da müssen wir natürlich jetzt hier das Kabel, das können wir drin lassen, das ist ja geil. Warte mal, das liegen wir dann hier einfach so rum. Das würde ich dann hier einfach an Power löten. Wie machen wir das am besten? Warte mal. Dass wir es auch ein bisschen anständig hier verdrahtet bekommen. Ne? So. Das würde ich dann hier ran löten. Kürzen und dann, wie ihr seht, hier ran braten irgendwie. Genau, das löte ich dann hier an. Und dieses Kabel, das Massekabel, würde ich dann kann man das nicht irgendwie hier unten noch längs ziehen? Ja, das wäre auch ganz cool, ne? Wäre auch noch ein bisschen Luft, ne? Ja. Zieht das hier unten durch. So. Dass es alles ein bisschen anständig ist, ne? Wie ihr seht. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, ne? So. Genau. Dass wir es genauso haben. Und den löte ich dann hier an. Dann haben wir hier beide Kabel schon mal dran. Und dann ist das alles fertig. Dann haben wir nur noch hier die Stromversorgung. Upsala. Haben wir hier nur noch die Stromversorgung. Und eben da, wo unsere Lüfter nachher reinkommen. Und dann ist das alles eine kompakte Geschichte. Und den führen wir hier unten wieder raus. Jo. Jo, so muck wieder. Gut. Okay, bevor wir das jetzt anlöten, kommen natürlich unsere Neodym-Magnete ins Spiel. Wenn wir schon mal am Bohren sind, dann machen wir das auch gleich für unsere Neodym-Magnete fertig. Wo hatte ich die denn jetzt wieder gelassen? Ach Leute, wo sind die Neodym-Magnete? Ich muss aufpassen, alles aus Metall. Die baxen sich ja überall fest. Die finden es ja nie wieder, die Dinger. Hat sie schon wieder versteckt. So, die Neodym-Magnete haben einen Durchmesser von 6 mm. Also muss ich hier auch noch ein bisschen aufbohren. Dazu mache ich natürlich hier diesen Dings ab, nicht, dass ich das beschädige. Ja. So, und ich habe die Neodym-Magnete auch markiert mit der Stelle,
Also mit der anderen Seite müssen sie zur Heizung, also sprich andersrum. Ja. Ja. Da passt bitte auf, nicht, dass ihr sie nachher falsch reinklebt. Ne? Bei den Neodym-Magneten ist es wirklich so, die haben ja, genau. Also die sichtbare Stelle hier, die ihr seht, das Schwarze, das sichtbare Schwarze, das muss nach außen von der Heizung zeigen. Und mit der anderen Seite heftet er sich an die Heizung fest. Also so wie bei meinem Messschieber jetzt hier. Klack. Seht ihr? Das ist, so muss ich ihn montieren. Also, so muss er rein, damit er natürlich an der Heizung festhängt. Deswegen habe ich da schwarze Punkte drauf gemacht bei beiden. Hier. Einmal hier, aber hier. Schon sausen sie schon wieder zusammen. Also die haben ganz schön Power, die Dinger. Was hatte ich? 6, ne? Mal messen. 6. Also muss ich die hier aufbauen auf 6 mm. Das mache ich jetzt. Schon wieder das alte Leim. Zack. Okay. Und die Essen schon mal drin. Ist er zu groß? Lass mal gucken. Wunderbar. Passt. Seht ihr? Und die klebe ich dann nachher rein. Ne? Wie kriege ich das raus? So. Zack. So, dann mache ich auf der, bei dem anderen auch. Zack. So, jetzt haben wir unsere 6er Löcher. Und das war's schon mit der Bohrerei. Jetzt entgraben wir das nochmal wieder ein bisschen. Das heißt, den Graten, also noch vorhanden den Grat wegmachen. Genau. Also einmal. Zweimal. Vorne auch. Ganz zart. Einmal. Hier wird schwierig. Aber das sieht ganz gut aus. Jo. Okay, haben wir das jetzt aufgebohrt? Also, was mache ich jetzt? Ich klebe jetzt, ich löte jetzt erstmal das gelbe Kabel, was ihr hier seht, löte ich an. Hier kommen die 12 Volt rein. Hier wird die 12 Volt geschaltet, also über unser Poti. Hier haben wir jetzt das gelbe ran und das schwarze ran. Die löte ich hier fest außen. So. Und wenn das dann geschehen ist, dann ist unser System quasi fertig. Und dann werde ich die Neodym-Magnete hier noch verkleben mit Epoxidharzkleber. Die klebe ich hier nachher gleich rein. Was ist das? Ja, passt. Wunderbar. Genau. Die drücke ich dann hier rein und dann ist die Sache erledigt. Hau hier erstmal ein bisschen Epoxidharz rein. Dann hält das auch. Gut. Also das ist jetzt das, was ich jetzt mache. Löten und die Neodym-Magnete verkleben. Kann ich denn noch was anderes löten? Dann kann ich ja schon meine Bastel... Ne, warte mal, das ist ja die... Ja, nee, das mache ich dann erstmal. Also ich löte das jetzt erstmal fest hier vorne und hier und verklebe die Neodym-Magnet und dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich sehe hier gerade, hier ist noch ein Steg. Der könnte im Weg sein, ne? Er ist im Weg. Er ist im Weg. Ist der Steg wichtig? Eigentlich nicht, ne? Kann ich den Stich einfach wegknipsen, so ganz brutal. Das mache ich einfach. Ist mir auch scheißegal. Weg mit dem Steg hier. Zack. So, lass mal gucken. Kriege ich denn da noch zu? Ja.
Ja, alles gut. Alles schick. So, meine Lieben, ich bin wieder zurück vom Löten. Ich habe schon alles fertig gemacht hier. Wie ihr seht, hier sind alle 5 Lüfter. Die habe ich einfach ganz simpel einen Lüfter an den anderen rangeklemmt, dass ich denn hier, wie ihr seht, die gut unter die Heizung packen kann. Also hier sind die 5 Lüfter und hier ist meine Verlötung, was ich euch gesagt habe, dass ich das hier alles reinlöte, wie besprochen. So, jetzt machen wir noch den Deckel rauf. Lass mal überlegen, das ist die Stromversorgung. Nee, das ist... Eigentlich ist es Latte. Lass mal überlegen, wie sitzt er nachher am... Naja, so Latte ist es dann doch nicht. Also machen wir das so mit der Stromversorgung. Hier machen wir die Lüfter raus. Machen wir den Deckel rauf. Moment. Der kommt hier rein. Ja, also das passt soweit. Hier die Magneten habe ich auch verklebt. Da habe ich hier oben Epoxidharzkleber draufgepackt, damit die nicht ausfallen. Kann man das sehen? Kann man, glaube ich, gar nicht sehen. Also die Magneten habe ich verklebt. Ich habe das auch schon ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Und hier muss ich mal gucken hier, dass wir hier noch ein bisschen mehr das Ganze so ein bisschen ins Gehäuse reinkommt. So, zack, zack, zack. Genau, so ist besser. Gut. Achso, da wollen wir noch den Knopf aufmachen. Jetzt noch so an der Heizung, der soll nach oben. Genau. So, da habe ich hier meine Regelung. Die mache ich jetzt voll Power. Und dann probieren wir das jetzt nochmal aus. Geben Strom drauf. Ihr seht, alle Lüfter laufen. Müssen wir ein bisschen abkühlen hier. Wo ist er? Hier. Jetzt ist er aus. Lüfter stehen. 24,2 Grad. Das ist ja hier unsere Testanordnung immer noch. Gebe ich hier ein bisschen Temperatur drauf. Springen sie wieder an. Und er verbraucht jetzt, das System verbraucht jetzt 5,6 Watt. Und dann kann ich das natürlich hier regeln, bis sie fast stehen bleiben. So finde ich das schon gar nicht schlecht. Schau mal, wenn ich jetzt ausmache, laufen sie dann wenigstens an. Moment, erstmal muss ich hier... Ja, sie laufen an. Das müsst ihr mal ausprobieren. Jo, das reicht. Jetzt liegen wir bei 4,7 Watt. Also. Das reicht vollkommen aus. Ja, 5,3 Watt. Dieses Setup. So, meine Lieben. Ich schwenk mal wieder hoch. Also, wir haben jetzt unseren Heizungsverstärker fertig. So, also unser Heizungsverstärker ist soweit fertig.
Also er ist installationsfertig. So, ich habe hier auch schon ein entsprechend langes Kabel herangetüdert. Eine lange Stromversorgung. Die verlege ich nachher unter meinen Leisten. Dann nehme ich eine von den Leisten ab, wo sowieso schon meine ganzen Lautsprecherkabel drin liegen. Da ist noch ein bisschen Platz für so ein dünnes Kabel. Das kann ich dann einfach lockerflockig durchlegen bis hinten hinter den Schrank zu einer Stromversorgung. Das mache ich dann auch noch schaltbar. Das heißt also, wenn die Heizsaison vorbei ist, schalte ich den das Teil, die 1,1 Watt, die er ja im Leerlauf sozusagen zieht, dass er die dann überhaupt nicht mehr ziehen kann. Das ist dann eine gute Geschichte, denn also dann habe ich gar keinen Stromverbrauch mehr, dass ich ihn nur zuschalte in der Heizsaison oder wenn es in der Übergangsphase, also wenn ich hier Hitze brauche, wenn ich Wärme brauche, wenn es besonders kalt draußen ist. So, ich will das System aber regeln, jetzt die nächsten Wochen mal einfach mal durchlaufen lassen. Aber wir wollen das ja auch noch installieren. Das liegt ja jetzt hier sozusagen auf dem Tisch. Wir müssen es ja auch noch verbauen, ne? Und das werden wir jetzt hiermit tun. Also ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ding installiere an die Heizung. Das ist wirklich nur Plug and Play. Seitlich an den Heizkörper klemmen und unten die einzelnen Lüfter einfach nur noch verteilen. Unten reinklemmen und fertig. Und die Abstände passen schon fast. Das sind fast immer so 20 cm. Kleiner Peter. Ja, Leute. Mein Heizungsbooster. Ja. Also, das schauen wir uns jetzt mal an, wie ich das jetzt an der Heizung bringe. So klick, 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 klick. Und ja, schauen wir uns an. Schnitt. So, meine Lieben, herzlich willkommen hier an der Heizung. Also, ich habe das Ganze jetzt schon mal verbaut, wie ihr seht, oder auch nicht. Schauen wir uns die Heizung mal an. Also, was ist jetzt erstmal wichtig? Was müsst ihr erstmal vorbereitende Maßnahmen für die Heizung? Was müsst ihr da tun? Ihr müsst auf jeden Fall innen drin in der Heizung den ganzen Staub rausholen. Also wenn eure Heizkörper schon 20 Jahre lang hängen und ihr habt die noch nie sauber gemacht, macht die von innen sauber. Weil durch die erhöhte Konvektion wird sonst der Staub unter Umständen in die Luft reingeblasen. Was natürlich gerade für Hausstauballergiker nicht unbedingt das Beste ist. Ne? Also reinigt jede einzelne Rippe, die hier innen drin ist, das sind ja diese Riffelrippen, diese Kaminschächte, reinigt jeden einzelnen Kaminschacht vom Staub. Ich kann euch das mal zeigen, ein Bild einblenden, wie es vorher aussah. Zum Glück, ich mache das immer regelmäßig, ich mache das immer alle 5-6 Jahre. So sah es vorher aus, war schon ein bisschen Staub dran und nach meiner Reinigungsaktion sah das Ganze so aus. Also Staub schon mal ganz wichtig. So, und jetzt habe ich hier die Lüfter, wie ihr seht, diese 5 Lüfter, die wir ja konfiguriert haben, die habe ich hier schon mal hingestellt und ich werde jetzt erstmal das Licht neu ausrichten, so, dass wir ein bisschen besseres Licht haben. So. Krabbel, krabbel, krabbel. Genau. So, also hier seht ihr jetzt diese 5 Lüfter. Und die sind natürlich mit dem Ident-Code, hätte ich was gesagt, mit dem Ident-Aufkleber, blasen sie nach oben. Also so müssen sie unter die Heizung verbaut werden, die Teile. So. Nicht andersrum, weil dann würden sie ja nach unten blasen. Das wollen wir ja nicht. Also 5 Lüfter haben wir jetzt hier liegen, wie ihr seht. Na, seht ihr? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier oben an der Heizung habe ich den von, also das ganze Teil habe ich hier unten verbaut, wie ihr seht, hier mit meinen Neodym-Magneten kann ich natürlich hinhängen, wo ich will, dahin zum Beispiel. Aber ich habe das jetzt hier unten hingepackt. Hier oben habe ich hinter der Heizung das Kabel längs gelegt von dem Sensor und den Sensor habe ich hier rumgeführt, hier oben und hier vorne in die Heizung rein, da wo das warme Wasser reinkommt. Momentan läuft die Heizung nicht. Wie gesagt, ja, das wäre die Geschichte. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter, damit ihr mal seht, was ich hier eigentlich gemacht habe. Hier ist unsere Steuerelektronik drin mit unserer Regelung und ihr seht hier, hier habe ich die ganze Geschichte, gehen wir mal dichter ran, so konfiguriert, sobald die Heizung anspringt, ab 34 Grad, wie gesagt, hier oben ist der Sensor, hier vorne, seht ihr, habe ich den da so eingeklemmt. Ab 34 Grad sollen die Lüfter anspringen und ab 32 Grad sollen sie wieder ausgehen. Das habe ich für mich als erstmal recht brauchbar, diese Werte
eingestuft und hier seht ihr, mit den Neodym-Magneten einfach ranklemmen. Kann man auch hier oben ranklemmen. Schön sind, hier sind natürlich so Nieten. Das ist natürlich super. Kann ich die hier so rauflegen, ne? Also ihr seht, es funktioniert ganz, ganz wunderbar mit dem Magnet. Neodym-Magneten. So, dann ist das hier unsere Stromversorgung hier unten, das Kabel. Diese Stromversorgung werde ich dann irgendwann, wenn das nachher alles fertig ist, werde ich die Stromversorgung hier vorne hinter den Heizkörper, also hinter dieses Heizkörper längslegend, das werde ich noch weiß anmalen, das Kabel, hier reinlegen, hier unten. Genau, hier hinten reinführen. Und hier hinter liegen ja ganz viele Kabel hier für meine Surround-Lautsprecher, für meinen Surround-Lautsprecher, da sind eine ganze Masse an Zeug drin. Surround-Lautsprecher, Antennenkabel und. So, und da passt natürlich so ein dünnes Kabel problemlos auch noch mit rein. Allerdings gefällt es mir nicht, dass es schwarz, rot-schwarz ist, sondern das werde ich weiß anmalen. Man könnte natürlich auch weißes Kabel nehmen. Ich würde euch fast vorschlagen, nehmt ein weißes Kabel. So, jetzt haben wir natürlich hier diese 5 Lüfter, die ihr hier seht. Und die sind natürlich ganz einfach, einfach unter die Heizung zu packen. Er wird übrigens gleich wieder anspringen, glaube ich. Ja, die Lüfter werden gleich anspringen. Ups. Seht ihr, die Heizung heizt nämlich gerade. Da warten wir mal ab. Bei 34 Grad soll er sie anschmeißen. Oder machen wir 33 Grad, geht ja auch. So, 33 Grad soll er sie anschmeißen und ausschalten soll er bei 32 Grad. So, die Heizung heizt jetzt nicht. Und das dauert jetzt nicht lange, dann geht die Temperatur immer weiter runter bis unter 32 Grad und dann wird ihr die Lüfter ausschalten. Dass die Lüfter laufen, das seht ihr hier. Kann man hier sehen, ne? Da laufen alle 5. So, sie wird natürlich jetzt nicht so schnell runtergehen. Na doch, ein bisschen. 32,2. So, die Lüfter liegen hier jetzt auf dem Fußboden, natürlich nicht so ideal, deswegen funktioniert das alles noch nicht vernünftig. Wir werden das gleich, wenn wir es eingebaut haben, wird das gleich ganz anders funktionieren. So, dadurch, dass die Lüfter natürlich jetzt laufen, die laufen nicht volle Pulle. Wird die Temperatur natürlich ein bisschen runterkühlen jetzt gleich. Und dann schaltet er auch ab. So, jetzt hat er abgeschaltet. Und gleich, wenn der nächste Schub wieder in Heißwasser reinkommt, wird er dann bei 33 Grad einschalten und bei 32 Grad abschalten. So, nun kommen wir zur Installation der Lüfter. Ich hatte euch das ja versprochen, zu zeigen, wie ich da vorgehe. Das ist völlig simpel. Die Heizkörper haben hier unten 60 mm. Darüber wird es wieder ein bisschen breiter. Das heißt also, ich kann die Lüfter hier nehmen und hier unten so schräg reinstecken in den Heizkörper und unten reinlegen. Da liegen sie hier unten drin, lose. Ne? So, darauf achte ich natürlich, dass das Kabel hier ein bisschen gespannt ist, weil wir sagten ja immer, naja, wobei, lass mal gucken. Ja, das passt doch so. Also sagen wir mal, hier vorne kommt der erste Lüfter rein. Mit dem Label natürlich nach oben. Die lege ich hier rein und er liegt jetzt drin. So, das Ganze machen wir jetzt auch für den zweiten Lüfter. Hier oben reinpacken. Und reinlegen. Das Ganze machen wir jetzt auch für den dritten Lüfter. Hier reinpacken und einfach reinlegen. Da passiert überhaupt nichts. Upsala, da passiert überhaupt nichts, wenn er erstmal einmal vernünftig liegt. Dann liegt er. So, jetzt kommt der vierte Lüfter. Und nun kommt der fünfte Lüfter. Den packen wir hier hinten rein. So, also alle Lüfter sind jetzt unter der Heizung versteckt. Man sieht nichts mehr von den Lüftern. Die Lüfter sind jetzt unsichtbar verbaut. Ihr seht keine Kabel, gar nichts, weil die Lüfter einfach in dem unteren Bereich drin stecken.
reingeschoben, nach oben geschoben, gekippt und dann liegen sie sozusagen auf diesen Rippen hier vorne und hinten auf. Also ganz, ganz wunderbar. Das einzige Kabel, was man jetzt noch sieht, ist das Kabel für die Stromversorgung. Hier vorne. Und wie gesagt, das werde ich hier hinten rumlegen. So, das werde ich hier hinten rumlegen, hinter das Heizungsrohr und hier unten verschwinden lassen. Hier unten. Dann mache ich natürlich hier die Rosette weg, lege das hier unten rein und verlege das hier vorne längs, hier längs, hinten drunter bis zur Steckdose. Also ganz, ganz wunderbar. So, jetzt warten wir mal ab, wann der Heizkörper wieder heizt. Ein Teil von dem Wärmesensor, den habe ich einfach hier hintergeklemmt. Und der geht hier oben, wie gesagt, habe ich einfach in die Heizung geschmissen, das Kabel. Und der geht dann hier oben rein, da wo das Warmwasser reinläuft. Hier läuft ja das Warmwasser rein über den Thermostaten hier. Und den habe ich jetzt auf 5 gedreht, aber ich könnte ihn auch auf 3 drehen, spielt keine Rolle. Und dann sitzt er hier vorne da, wo das heiße Wasser reinläuft. Und da misst er quasi. So, und dann warten wir jetzt mal ab. Ja, läuft wieder, die Pumpe läuft. Das Warmwasser kommt jetzt gerade an. Ich merke das hier vorne an dem Heizkörper. Und gleich müsste die Temperatur steigen. Seht ihr, sie steigt auch. Und der Heizkörper wird auch, ja, der wird auch ordentlich warm. Hier spüre ich das, dass er natürlich heiß wird, ne? Aber was ist das heiß? Also warm, ne? So, und jetzt steigt er auf, bis auf 33 Grad und dann springt er natürlich an. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Sie laufen. Hört sich vielleicht lauter an, als es wirklich halt ist. Und die Temperatur steigt natürlich immer weiter, klar, weil die Therme hört natürlich nicht auf, hier Wasser zu produzieren. Und das ganze System wird natürlich hier ordentlich warm. Was natürlich der Messfehler mitbekommt. Seht ihr, 35 Grad. Die Vorlauftemperatur ist jetzt bei 45 Grad bei meiner Heizung. Ich kriege die Bude hier auf 20 Grad warm. Habe ich nie geschafft. Nur mit meinen Prototypen bzw. mit dem System hier. Also wir haben jetzt hier genau 20 Grad Celsius. Natürlich super. 36. Und irgendwann wird gleich die Therme wieder abschalten. Ja, jetzt wird es hier auch schon wieder kälter in dem Rohr. Die Therme hat schon wieder abgeschaltet. Also die Therme läuft nicht häufig und verbraucht dadurch natürlich auch relativ wenig Gas. Bin mal gespannt auf die Abrechnung. So, der Heizkörper ist warm. Das hat schon gereicht, um den Heizkörper jetzt aufzuheizen. Und die Lüfter, die jetzt hier unten, die 5 verbauten Lüfter, die jetzt hier unten arbeiten, die blasen natürlich diese warme Luft von dem Heizkörper in den Raum und sorgen natürlich für Konvektion, die ich vorher nicht hatte hier. Ich hatte keine Konvektion, ich hatte wirklich nur die Wärmestrahlung des Flächenheizkörpers, die 30%. Und die 70% sind bei so einer geringen Vorlauftemperatur komplett zusammengebrochen. Und das habe ich jetzt wieder. So, ihr seht, 34,6. Das wird gleich wieder runtergehen. Man soll ausschalten, was hatten wir gesagt? Bei 32. Das bedeutet natürlich auch, die Lüfter laufen nicht unbedingt häufig. Sie laufen nur dann, wenn die Heizung warm ist. Und so will ich es ja auch haben, ne? Dass er die warme Luft quasi in den Raum reinbläst, möglichst effektiv. 33,7 und bei 33 schaltet er gleich wieder aus. Und hier kann ich natürlich die Drehzahl regeln, ne? Man könnte ihn noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Ne? Also hier vorne im vorderen Bereich wird die Heizung schon wieder kühl und im mittleren Bereich und hinten ist sie noch schön warm. So, jetzt schaltet er gleich aus. Bei 32,5. Also sollte er 32,5 unterschreiten, ne?
Und was ich auch festgestellt habe, aber das habe ich auch schon bei meinem Prototypen festgestellt, dass im gesamten Raum die Wärme ist. Dass man nicht das Gefühl hat, die Wärme ist ungleich verteilt. Jetzt schaltet er gleich ab. Ne, bei 32 war das, glaube ich, ne? Also das wäre dann 31,9. Jetzt hat er abgeschaltet. So, wenn jetzt der nächste Wärmeschub von der Therme kommt, geht das gleiche Spiel wieder von vorne los. Die Wärme fließt hier rein, bis der Sensor seine Schaltschwelle von 33 Grad erreicht. Die Lüfter laufen los und bei 32 Grad schaltet er wieder ab. Das könnt ihr natürlich individuell einstellen. Ich habe das jetzt hier mit 5 Lüftern, habe ich das ja noch nie betrieben. Deswegen, ich hatte ja erst gesagt 33 Grad und 25 Grad, aber das kann man vergessen. Das funktioniert so am besten. Ich will auch nicht, dass die Lüfter hier dauernd laufen. Frisst ja doch ein bisschen Strom. Sondern immer nur dann laufen, wenn es wirklich notwendig ist. Also wenn die Heizung wirklich warm wird, wenn sie das heiße Wasser bekommt. Dass das heiße Wasser beim heißen Heizkörper, dass die Konvektion funktioniert. Beim abgekühlten Heizkörper brauche ich die Konvektion nicht mehr. Ne? Er soll mir die Wärme sozusagen gleich in den Raum reinpumpen. Und das funktioniert ausgezeichnet. Und wenn die Lüfter laufen, könnte ich euch das mit Dampf zeigen. Das mache ich aber nicht. Ich habe keinen Bock, wenn ich hier unten hier meine Dampfmaschine aktiviere, dass hier wieder die im ganzen Haus die Rauchmelder losgehen. Weil die Konvektion ist wirklich unglaublich. Aber es zieht halt nicht. Bei meinem Prototyp, den ich vorher installiert hatte, war es wirklich so, dass die so viel Luft umgewälzt haben, dass die verbauten Lüfter meines Prototypen, die ich so provisorisch hier angebracht habe, dass die so viel Luft umgesetzt haben, dass hier eine richtige Luftwalze im Raum war, die nachher auch unangenehm wurde. Also ich hatte immer das Gefühl, hier ist Luft in Bewegung. Das habe ich jetzt bei diesen kleinen Lüftern nicht. Also sie machen genau das, was sie machen sollen. Sie heizen den Raum auf. Sie sorgen dafür, dass hier immer eine ständige Walze sozusagen, ein Austausch stattfindet, und sie sorgen eben nicht dafür, dass man ein zugiges Gefühl hat. Ne? Also astrein, wirklich ganz, ganz wunderbar. Stromverbrauch hält sich in Grenzen. Wo liegen wir da? Was hatte ich gesagt? Jetzt bei 1,1 Watt. Und wenn die Dinger laufen bei, ich glaube, 5 Watt oder sowas, wenn die unter Volllast laufen. Ne? Ich habe nochmal nachgemessen, dieses Kabel, was ich hier habe, das ist ja doch jede Menge. Das sind ja Meter über Meter. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind. Ich kann das ja mal nachmessen hier. 2, 3, ich glaube 5 oder 6 Meter sind das hier. Oder 7 Meter vielleicht an Strippenwirtschaft. Von den 12 Volt, die ich vorne reinpumpe, kommen hier 8 Volt an. Also man kann das ganze System auch mit 8 Volt problemlos betreiben. Ich habe es nachgemessen, weil ich dachte, warte mal, über dieses dünne Kabel hier, da hat man sicherlich auf pro Meter einen gewissen Spannungsverlust. Hat man auch. Ich liege jetzt hier bei 8 Volt. Ich kürze das Kabel aber noch ein, weil ich brauche diese 7 Meter nicht. Ich brauche davon vielleicht 3 Meter irgendwie den Dreh. Und da wird die Spannung auch wieder steigen. Das heißt also, ich muss wieder an dem Poti ein bisschen drehen, dass ich die Drehzahl ein bisschen runterschraube. Ne? Ja, also wir liegen jetzt so bei 7,8 Volt. Und das System arbeitet jetzt hier unter Volllast bei 7,8 Volt. Was einen Stromverbrauch, ich weiß nicht, wie viel Watt das sind. 5 Watt? 4 Watt, zwischen 4 und 5 Watt liege ich jetzt hier mit den 5 Lüftern. Das finde ich schon ausgezeichnet, und ihr seht, die laufen wirklich nur kurzzeitig. Und genauso will ich sie auch haben, immer wenn der Schub kommt von der Heizungsanlage. Jetzt ist die Heizungsanlage wieder aus, die taktet natürlich immer. Und die wartet eine gewisse Zeit, also erwärmt das Wasser, das Heizwasser, pumpt das Heizwasser durchs System, schaltet dann irgendwann ab und hat noch einen gewissen Nachlauf. Also das Wasser wird noch weiter durchgepumpt eine gewisse Zeit, und dann schläft sie. Und so will ich es ja auch haben. Und dann irgendwann kühlt das Wasser im System so weit ab, dass die Heizung wieder anspringt. Meine Therme, wie gesagt,
ist jetzt fast 20 Jahre, auf den Tag genau 20 Jahre alt, ist keine Brennwertgastherme, aber durch das, ich habe das hier auch schon mitbekommen, die steht echt häufig. Also die ich bin mal gespannt auf den Gasverbrauch, den ich in dieser Saison sozusagen mit dieser abgeminderten Vorlauftemperatur. Sonst hatte ich meine Vorlauftemperatur von 57, 58 Grad. Damit wurde die Bude hier aber schon teilweise kuschelig warm. Und also schon fast zu warm. Und jetzt arbeite ich mit 45 bzw. 48 Grad Vorlauftemperatur. Also sozusagen ein Wärmepumpen-Testmodus. Ne? Und hier habe ich eben, wie gesagt, festgestellt, wisst ihr ja schon, dass dieser kleine Heizkörper hier, der ist nur 40 hoch und 1,10 Meter lang, dass der das einfach nicht packt. Ne? Insbesondere, weil die Anlage hier keinen hydraulischen Abgleich hat. Ne? Im hydraulischen Abgleich wird es wieder anders aussehen, aber es wird wieder viel Geld kosten. Das spare ich wahrscheinlich gar nicht rein. Ne? Also funktioniert diese Lösung ist für mich eigentlich ideal, weil der hydraulische Abgleich kommt ja sowieso, sobald ich hier meine Wärmepumpinstallation habe. Ne? Oder eben eine neue Gastherme kaufen würde. Das hatte ich eigentlich erst vor, aber ich zahle nicht 8.500 Euro für eine neue Wärmepumpe. So, bin mal gespannt. Irgendwann so in 3-4 Minuten müsste die Gastherme wieder anspringen. Dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Ja, ich höre es auch schon wieder. Die Pumpe läuft schon wieder. Und jetzt können wir mal gucken, wie weit das Wasser abgekühlt ist. Und ihr seht hier vorne, oben sagt der Fühler 31,5 Grad. Jetzt geht es natürlich wieder hoch, weil wieder frisches Wasser nach, also heißes Wasser nachkommt. Und dann springen ja gleich die Lüfter wieder an. Was sagten wir? Bei 33 Grad. Geht wieder in Normalbetrieb. Zack, wir haben jetzt 32,4 und gleich springen auch wieder die Lüfter an. Zack, und dann läuft die ganze Geschichte wieder. Und so geht das dann immer hin und her. Und dass die Konvektion stimmt, ich kann es ja mal mit der Dampfmaschine euch ganz kurz demonstrieren. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, aber da muss ich vorsichtig sein. Nicht, dass ihr meine Rauchmelder anschlagen, meine lieben Freunde. Wie machen wir das am besten? Könnt ihr da was sehen? Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Also ich blase hier mal, hier oben, mit meiner Dampfmaschine ein bisschen Rauch rauf. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ich gehe noch mal ein bisschen dichter mit euch ran. So, kann man das viel besser sehen, dass das mit der Konvektion auch wirklich funktioniert. Ne? So, machen wir es nochmal. Ihr seht, das haut hin, ne? Jetzt könnte ich natürlich noch mal seitlich gucken. Und so funktioniert es natürlich in der ganzen Bude. So, mal schauen hier. Zack, zack. So, so kann man es vielleicht noch mal besser sehen. Ihr seht, wie das wegfliegt. Ich muss das hier ein bisschen verteilen. Ich habe keinen Bock, dass hier jetzt gleich der Feuermelder losgeht. Da muss man echt aufpassen. Meine Lieben. So, also ihr seht, das funktioniert mit der Konvektion. Ne? Also der pumpt doch schon einiges an Luft durch die Anlage. Perle geht ja mit dem Spiel. Ne? So. Also der pumpt einiges an Luft durch die Anlage. Also es funktioniert ausgezeichnet. Es ist nicht zu laut. Und ich sehe hier gerade, die Heizkörper haben hier schon eine Beschädigung. Hier ist mal was gegengekommen. Das ist auch nicht so tragisch. Ich könnte sie auch nochmal vernünftig sauber machen, glaube ich. Ne? Obwohl, ich habe sie sauber gemacht, aber nicht wirklich schön. Ich habe sie mal sauber gemacht von außen, wo ich hier ja alles neu ausgelegt habe, hier mit meinem Klickvinyl. Ja, also sind wir durch. Ihr kriegt mit, das funktioniert ausgezeichnet. Wo sind wir jetzt? Temperaturtechnisch 33,4. Die Heizkörper hier vorne, hier kühlen sie ziemlich schnell weg. Klar, weil kein heißes Wasser mehr nachkommt. Hier hält er die Temperatur besser und nach hinten hin hält er die Temperatur auch sehr gut. Ja, also astrein. Ich will mal den Lüfter hier noch anders reinsetzen. Funktioniert ausgezeichnet, ja, die einfach hier so einzulegen. Ne?
So, dass ich noch ein bisschen weiter rüber geschoben habe. Kabel sieht man keine, also bin ich wunderbar sehr, sehr zufrieden. Und das einzige Kabel, was ihr jetzt hier noch seht, das verschwindet aber auch. Das mache ich morgen. Ist nur noch die Stromversorgung. Und der Rest ist quasi unsichtbar. Der Rest ist also hier unten, seht ihr, ne? Das ist ja für die Lüfter und das schwarze Kabel ist für den Sensor. So, und das ist eben, wie gesagt, die Drehzahlregelung. Jo, Ass rein, meine Lieben, zurück. Ass rein. ja, zurück auf die Couch und dann beenden wir das Video langsam mal. So, ihr habt gesehen, das funktioniert alles wunderbar. Ich könnte die Ausschaltschwelle wahrscheinlich noch ein Grad runterdrehen. Das wäre dann nachher aber Feintuning. Wenn das nachher hier hängt, kann ich da ja noch ein bisschen feintunen, weil die Lüfter noch ein bisschen länger laufen lassen, weil der Heizkörper ist nämlich noch warm. Ne? Also zumindest im ersten Drittel nicht mehr ganz, aber in der Mitte bis zum Ende hin ist er noch hier ordentlich heiß hier oben. Also da kann man noch mal ordentlich Temperatur rausziehen und in den Raum reinpumpen. Also ich glaube, ich will die Temperatur noch mal um ein Grad weiter absenken, die Ausschaltschwelle, dass sie noch ein bisschen länger laufen, ne? Dass sie eine Minute, zwei Minuten länger laufen. Jo, meine lieben Freunde, wie warm haben wir das denn jetzt hier? Grad. Ich habe hier extra mein Thermometer geholt. 20, also mit dieser Lösung schaffe ich jetzt 20 Grad, wo ich vorher immer nur 18 Grad geschafft habe. Also mehr als 18 Grad war bei der geringen Vorlauftemperatur nicht möglich. Also ich habe 2 Grad mehr rausgeholt und ganz, ganz wunderbar. So, und ich drehe ihn jetzt wieder von 5 auf 3. Das mit 5 habe ich jetzt einfach zum Testen genommen. 3 ist das gleiche, 20 Grad soll er halten. Der soll mir den Raum hier auf 20 Grad bringen. Das reicht mir persönlich auch aus. Das finde ich für meine Verhältnisse schon ein bisschen, weil ich jetzt die letzte Zeit natürlich so ein bisschen mit kälteren Temperaturen hier kommen musste. Außer natürlich, wo ich mein Prototyp laufen hatte, da wurde das ja auch wieder schön warm. Also ich hole hier wirklich deutlich mehr an Temperatur raus. Mit echt so einer geringen Vorlauftemperatur. Und wenn es draußen minus 5 Grad wird oder minus 10 Grad, dann muss ich natürlich mit der Vorlauftemperatur ein bisschen raufgehen. Dann gehe ich eben auf 51 Grad Vorlauftemperatur, um das Ganze zu kompensieren. Dann kriege ich die Bude auch warm. Also alles schick, ne? Alles gut. Und vor allen Dingen vollautomatische, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ich lasse das vollautomatisch laufen. Ich werde natürlich dieses Netzteil, ach du Scheiße, ich werde natürlich dieses Netzteil hier, das werde ich auch mit einer Funksteckdose betreiben, so dass ich dann nach der Heizsaison über die Funksteckdose das ganze System, diese 1,1 Watt, die es verbraucht, um zu messen, damit ich das dann komplett trennen kann. Wenn nicht geheizt wird, dann brauche ich auch keine Heizungsverstärker, ne? Also das kommt in eine Funksteckdose rein, die kann ich dann kann ich das Netzteil auch einzeln trennen vom Netz und dann ist dieser Relais, dann speichere ich auch noch 1,1 Watt. Das hatten wir ausgerechnet. 35 Tage im Standby würde er in 35 Tagen eine Kilowattstunde wegnuckeln an Strom. So, und bei den aktiv laufenden Lüftern müsste man sich dann mal ausrechnen, das ist aber auch nicht viel, müsste man sich mal ausrechnen, was das auf eine Heizperiode, sagen wir mal, von 120 Tagen. Oktober, warte mal, wann fängt man an zu heizen? Ja, im Oktober, ne? Ende Oktober. Sagen wir mal November, Dezember, Januar, Februar, März ist auch noch kalt. 5 Monate, also 150 Tage. Was man so in 150 Tagen an Strom verbrät. Aber das ist auch alles überschaubar. Und vor allen Dingen, es ist so gering, also das, was ich an Gas spare, der Batzen ist so groß, dass das bisschen an Strom für diesen Heizkörper überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Also das spielt überhaupt gar keine Rolle. So, jetzt aber zurück auf die Couch. Peace, haut rein. Bis gleich. Wieder zurück. Also, es ist installiert. Jetzt muss ich nur noch die Stromversorgung vernünftig hinter die Abdeckleisten packen. Und dann ist das Ganze fast unsichtbar und läuft so vor sich hin. Und nun wird es natürlich interessant werden, wenn das mal wirklich knacke kalt wieder draußen wird, minus 10 Grad, ob das wirklich sehr, sehr gut funktioniert bei minus 10 Grad. Ich nehme es nicht nur an, ich weiß es sogar, dass es funktioniert. Ich habe das ja getestet mit meinen anderen beiden Monsterlüftern, die einfach zu heftig waren. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das wird bei denen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser funktionieren, weil ich den ganzen Heizkörper jetzt wirklich mit 5 kleinen Lüftern beschicke, die da unsichtbar unter dem Heizkörper sind. Und alle, also den gesamten Heizkörper ausnutzen. Und jetzt muss ich bloß noch gucken, wie ich das mit dem Ein- und Ausschalten mache. Ich will das Ding so konfigurieren erstmal, dass ich ihn bei 33 Grad einschalten lasse. Den Sensor, habt ihr ja gesehen, den habe ich ziemlich weit oben hinter die Heizung geklemmt.
Und bei 33 Grad schaltet er ein und bei 25 Grad soll er ausschalten. Also dann hat er so einen 8 Grad Hub. Dann kann er 8 Grad runterarbeiten. Und wenn er die runtergearbeitet hat, dann lohnt sich das auch nicht mehr, weil dann ist der Heizkörper auch nicht mehr warm genug. Also damit werde ich das jetzt erstmal ausprobieren. Ne? Und ja, dann wird er wahrscheinlich immer takten. Immer wenn meine Therme dann anspringt, wird der Sensor beschickt. Der Sensor startet die ganzen Lüfter bei 33 Grad und irgendwann schaltet die Therme natürlich ab und dann wird noch die Restwärme hier in den Raum reingeblasen und per Konvektion das hier alles ein bisschen umgepumpt. Und bin ich guter Dinge, dass das prima funktioniert. Solltet ihr da Bock drauf haben, alle Links zu Netzteilen, zu den Geräten, wie ich es nun gemacht habe, habt ihr ja gesehen. Das ist völlig simpel. Also das finde ich auch ganz witzig hier mit meinem Drehzahlregler. Das wird nicht nur witzig, vor allen Dingen, das spart auch Strom, weil die Dinger müssen nicht schnell laufen. Die müssen nicht volle Pulle drehen. Und das reicht schon, wenn sie mit einem Drittel der Geschwindigkeit drehen. Und das spart natürlich dann auch Strom. Jetzt liege ich so bei 5, sowieso Watt, ne? Schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Aber es wird gut funktionieren. Also ihr habt es ja gesehen. Ja, also ist installiert. Ich lasse den Kram jetzt laufen. Und wie gesagt, wenn ihr es nachbauen wollt, unten findet ihr alle Links zu allen Komponenten. Ich sage nochmal Prost. Haben wir gut gemacht. Und das Ganze war auch relativ schnell zusammengelötet. Also das ist eigentlich Pillepalle, ne? So ein paar Motoren hier parallel zusammenödeln. Ne? Das passt dann schon. Wie habe ich das gemacht? Das kann ich euch mal demonstrieren. Warte mal, wo ist das Ende? Genau, hier ist das Ende. Ich habe einfach diese Leitung hier, die habe ich einfach auch an Plus und Minus rangelötet. Dazu habe ich einfach die vorhandene Leitung hier oben, den Pluspol, den habe ich geöffnet und die Masse habe ich geöffnet, aber mit einem Zentimeter Versatz. Und dann habe ich hier oben mein Plus und hier unten meine Masse und das dann Schrumpfschlauch rüber und fertig. Und dann ging das immer so weiter. Dann kam der nächste, seht ihr hier, und hier, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, hier habe ich es mit Isolierband gemacht. Und hier, jo. Und dann habe ich hier natürlich hier den Kasten und Lüfter 1, Lüfter 2, Lüfter 3, Lüfter 4 und Lüfter 5, ne? Jo, und alle rödeln sie dann rum, ne? Schauen wir mal. Ja, macht es nach, wenn ihr da Lust zu habt, aber eben, wie gesagt, wenn ihr Mieter seid, macht es nicht. Nur wenn euch wirklich das Gebäude und die Heizanlage selbst gehört. 18,94 Euro mit Netzteil. Solltet ihr ein altes Netzteil noch rumliegen haben, dann liegt ihr bei 15 Euro für den ganzen Kram. Ne? Pro Heizkörper natürlich. Aber probiert das erstmal aus mit einem Raum zum Beispiel, wo ihr echt auch genauso wie ich Probleme habt. Senkt eure Vorlauftemperatur, schaut, welche Räume Probleme machen und dann könnt ihr mit diesem System das Ganze kompensieren. Und der Stromverbrauch ist nicht hoch, weil das Teil läuft ja eigentlich nur dann, wenn die Heizung taktet, für eine kurze Zeit, um die Wärme in den Raum zu bringen. Und dann schaltet er ja wieder ab, bleibt bei 1,1 Watt. Und sobald die Heizung wieder taktet, schaltet er wieder hoch. Also sie läuft nicht ständig durch. Das ist eben das Gute dabei. Die Lüfter laufen nicht ständig durch. Das könnt ihr natürlich entsprechend auch noch konfigurieren, ne? Wie extrem er das machen soll und wie ihr das am liebsten haben wollt. Mit der Obergrenze, mit seiner Oberschaltgrenze und eben seiner Untergrenze, wo er ausschalten soll. Damit kann man das Ganze natürlich auch noch ein bisschen eingrenzen. Vielleicht wird es euch dann auch ein bisschen zu warm nachher in der Bude. Denn wenn es warm wird in der Bude, dann könnt ihr natürlich auch noch am Thermostatventil, das habe ich mal auf 3, das sind so 20 Grad, da rumspielen und noch ein bisschen runterdrehen. Ne? Je weniger die Gastherme zu tun hat, desto besser. Und je niedriger die Temperatur, auch umso besser. Und wenn ihr eine Brennwerttherme habt, ist eine niedrige Vorlauftemperatur sogar doppelt gut für die Effizienz der Anlage. Jo, also alles abgefrühstückt. Sollte euch das Video gefallen haben, diese Bastelei, und ihr das interessant gefunden haben, lasst mir ein Abo da, macht die Klingel an, gebt mir einen Daumen rauf oder einen Daumen runter, mir egal. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein, immer warme Füße, immer einen warmen Raum, auch wenn draußen minus 10 Grad sind. Bei einer geringen Vorlauftemperatur von der Gastherme. Mich würde mal interessieren, mit welcher Vorlauftemperatur ihr eure Gastherme laufen lasst. Schreibt es mir mal unten in das Video, unter das Video in die Videobeschreibung. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Also meine Vorlauftemperatur liegt jetzt bei 45 Grad.
habe die jetzt auf 45 Grad abgesenkt, weil es draußen doch mit 10 Grad plus. Wie warm ist es jetzt? Jetzt, ich glaube, jetzt nachts wird es wieder ein bisschen kälter. Schauen wir mal, warte mal. 7 Grad ist es jetzt. Aber tagsüber ist es 11 Grad. Da brauche ich keine so hohen Vorlauftemperaturen. Ich finde das also recht mild draußen. Aber wenn es minus 10 Grad wird oder minus 5 Grad, das merkt man denn hier schon, dann musste ich die Vorlauftemperatur mal ein bisschen hochschrauben. Mal gucken, ob ich das jetzt mit dem, das will ich natürlich auch ausprobieren, mit meinem Heizkörperverstärker, ob ich das einfach so lassen kann, ob die Heizanlage das wirklich schafft. Ne? Auch bei minus 10 Grad. Das wäre natürlich ein Traum. Ne? Dann kann die Wärmepumpe wirklich kommen. Dann habe ich überhaupt null Sorgen hier. Übrigens, meine Heizkörper haben auch keinen hydraulischen Abgleich, gar nichts. Ne? So alt ist die Anlage hier. Die Heizkörper sind auch 35 Jahre alt. Da wurde nie was dran gemacht und damals gab es noch gar keinen hydraulischen Abgleich. Und bei der neuen Therme wurde auch kein hydraulischer Abgleich gemacht. Und jetzt, wenn jetzt eine neue reinkommen würde, dann würden sie natürlich den hydraulischen Abgleich machen. Bei der Wärmepumpe sowieso Pflicht. Ja, also hier liegt doch einiges im Argen. 35 Jahre sind 35 Jahre. Ne? Aber alles machbar und alles möglich, meine lieben Freunde. So, haut rein. Gehabt euch wohl. Ich bedanke mich für die Likes oder Dislikes, egal. Ich bedanke mich für die Kommentare und ich bedanke mich vor allen Dingen fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Video. Peace und tschüss.